Zeit ist das grundlegende Firmament, Raum geschieht darauf. Kann man der Zeit entkommen? Die Art, wie ich gemacht bin, unterscheidet sich nicht von der Art, wie das Universum gemacht ist. Wir wissen nicht, was die dunkle Energie ist. Sie soll eine Art kosmologische Konstante sein, aber sie führt dazu, dass das Universum beschleunigt. Im Allgemeinen nennt ihr es in der Wissenschaft eine Theorie, ich nenne es meine Erfahrung. Wenn ich dir eine einfache Zahlenreihe gebe, kannst du eine Mathematik dafür erstellen? Kalo na janati tav samapanam drushto maya tav mahakarah yogeshwara kalakala yogeshwara kalakala. Da ich etwas in einer Sprache gesagt habe, die du nicht verstehst, denke ich, ich sollte ein wenig erklären. Nun, ich werde es vereinfacht sagen. Es ist ein Chant, der davon handelt, wie die Zyklen der Zeit uns entweder zerquetschen oder einfangen können, oder wenn wir sie reiten, können sie uns befreien. Nur einer, der sich über die Dualität der eigenen Existenz erhoben hat, nur einer, der in Yoga ist, was bedeutet, jemand, der die Einheit von der eigenen Existenz mit allem anderen erkannt hat, nur er wird sich über die Zeit erheben. Und nur einer, der sich über die Zeit erhebt, hat Herrschaft über das Leben. Ich denke, das Thema, das heute Abend gegeben ist, ist die Diskussion über Schaffung von Raum und Zeit für Bewusstsein. Und darum ist eine der Fragen, wie entkommt man der Zeit? Kann man der Zeit entkommen? Und du beziehst dich auf Zyklen der Zeit, was zur Frage führt, ob die Zeit linear ist oder ob die Zeit zyklisch ist, was ein Thema von großem philosophischem Interesse ist. Und in der Tat ist das etwas, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Und es ist eine Frage, die in beiden Zusammenhängen aufkommt, in der Kosmologie, was mein Fachgebiet ist. Wenn wir das Universum betrachten, ist es voll von zyklischen Prozessen, und sogar das Universum selbst könnte ein zyklischer Prozess sein. Jetzt, in dem Moment würden die meisten Kosmologen sagen, wir leben nicht in einem zyklischen Universum, weil das Universum beschleunigt, wegen dem, was die dunkle Energie genannt wird. Wir wissen nicht, was die dunkle Energie ist. Sie soll eine Art kosmologische Konstante sein, aber sie lässt das Universum beschleunigen, anstatt wieder zusammenzufallen. Wenn du also die meisten Kosmologen fragst, sagen sie, nun, auch wenn die Zukunft des Universums ist, dass es sich für immer ausdehnen wird und es sich mehr und mehr zerstreuen wird, am Ende werden wir irgendwann nicht einmal mehr in der Lage sein, die anderen Galaxien zu sehen. Sie werden so weit entfernt sein. Aber das ist interessant, weil wenn man die meisten religiösen Texte liest, insbesondere, ich denke aus der östlichen Tradition, die hinduistischen und die buddhistischen Texte, dort wird angedeutet, dass das Universum wieder zusammenfallen wird und dass man tatsächlich Zyklen des Universums haben wird. Und ich muss gestehen, dass ich persönlich immer ein zyklisches Universum favorisiert habe, weil alles in der Welt, das wir kennen, Zyklen hat. Es stellt sich heraus, dass die Zeit des Zyklus etwa wie 20 Milliarden Jahre ist. Und das ist erstaunlich nahe. Ich meine, wenn das Universum zusammenfallen wird, dann wird es wahrscheinlich in diesem Zeitbereich zusammenfallen. Und
Moderne Kosmologen haben das erst in den letzten 50 Jahren durch die Nutzung ihrer Teleskope herausgefunden. Und so ist es bemerkenswert, dass Buddha und vielleicht andere Mystiker in der Lage waren, zu dieser Information zu gelangen, was immer es war, 500 vor Christus, vor vielen, vielen Jahren. Es ist also, als ob ihr diese innere Raumstation habt. Wir geben also durch die Wissenschaft, wir geben also Milliarden von Dollar aus, um diese Information zu erhalten, wohingegen man sie von diesen mystischen Einsichten natürlich gratis erhält. Es ist nicht gratis, es ist nicht gratis, es kostet Leben. Es kostet Leben. Es kostet Leben, es ist nicht gratis. Dollar kommen von woanders. Leben geht verloren, um diese Dinge zu betrachten. Aber für mich ist das ein wichtiger Punkt hinsichtlich des Bindegliedes zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Man denkt über sie, als wären sie gegensätzlich. Aus meiner Sicht studieren sie beide das physische Universum und können beide angewendet werden für Studien über das physische Universum, von einer äußeren Perspektive und von einer inneren Perspektive. Und ich denke, dass es letztendlich Einigung gibt. Nun, wenn es dieselbe Wahrheit ist, wenn es dasselbe Universum ist, das Sie betrachten, muss es Einigung geben. Es muss Übereinstimmung geben. Ich denke, das ist bemerkenswert. Nun, ich weiß, dass es eine Tradition der inneren Wissenschaften in der indischen Philosophie gegeben hat, seit vielen Jahren, tausenden von Jahren. Aber in der westlichen Philosophie liegt der Fokus komplett auf der äußerlichen Wissenschaft. Und ich denke, ein Teil der Einheit zwischen Wissenschaft und Spiritualität wird die Erkenntnis sein, dass innere Wissenschaft und äußere Wissenschaft verschmelzen müssen. Und natürlich, ich habe dieses Gespräch mit einem so. Sie stehen oben, Sir. Ich bin. Und nebenbei bemerkt, wer auch immer dieses Hintergrundtuch vorbereitet hat. Es ist wundervoll. Ich weiß nicht, ob es speziell für dieses Gespräch gemacht wurde, aber all diese Gleichungen bewirken, dass ich mich zu Hause fühle. Aber das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass wir über das physische Universum sprechen. Weil ich beruflich ein Kosmologe bin, kann ich über Kosmologie sprechen, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Und wenn wir nun über Zyklen sprechen, über die Zeitskala von Zyklen, ist das konventionelle Kosmologie. Und wenn daher nun Physiker im Raum sind, solltet ihr damit glücklich sein. Jedoch, ich weiß dieses Gespräch, ich hoffe, dass dieses Gespräch in andere Bereiche übergehen wird, wo man über das physische Universum hinausgeht. Weil ich denke, eine der Lehren, die man von, nun ja, in mystischen Einsichten erhält, ist, dass es andere Ebenen der Realität jenseits des Materiellen gibt. Ich denke, ich beziehe mich dabei auf den Bereich einer postmaterialistischen Wissenschaft. Ursprünglich sprach Sadhguru über Zeitzyklen und ich spreche bis jetzt über Zeitzyklen innerhalb der physischen Kosmologie. Aber es gibt auch Zeitzyklen, die über die Physik hinausgehen. Und ich weiß, dass wir später darauf kommen werden. Aber ich sollte dich vielleicht bitten, zu reagieren. Da heute die moderne Wissenschaft die Methodik ist, mit einem Konzept aufzuwarten, eine Theorie zu entwickeln, ein mathematisches Grundgerüst zu erstellen und dann nach Beweiselementen zu suchen, die diese Dinge bestätigen könnten. Ich denke, das ist eine Methodik. Eine Methodik des Mystizismus oder die mystische oder yogische Art, Dinge zu betrachten, ist, sich nach innen zu wenden und zu schauen, woraus wir gemacht sind. Dies kommt von der grundlegenden, in der Wissenschaft würde man sagen, eine Annahme. In meiner Erfahrung, ich sage von dem fundamentalen Wissen, ist die Art und Weise, wie ich gemacht bin, nicht verschieden von der Art und Weise, wie das Universum gemacht ist. Ich bin nur ein winziges bisschen. Aber trotzdem kannst du hier sitzen, mit diesen kleinen Augen. Du kannst nach oben schauen und betrachtest eine Galaxie. Das liegt daran, weil dies in der gleichen Weise gemacht ist und wir sind fähig, das zu reflektieren.
Es gibt einige Studien, Leute sagen, dass sie sich das Sehvermögen und die Gedankenwelt von einigen Insekten angesehen haben oder so etwas. Einige Experimente wurden gemacht, wo sie sagen, ihr Sehvermögen und ihr Denken gehen nicht über ihre Lebensanforderungen hinaus. Diese Fähigkeiten haben wir also, weil wir das gesamte Universum in uns reflektieren können, wenn wir es wünschen. In der Tat ist alles, was wir sehen, nur eine Reflexion. Genau jetzt scheinen diese Menschen hier zu sein, aber wir sehen sie nur in der Weise, wie sie im Firmament unseres Verstandes reflektiert werden. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, es zu sehen. Das also vorausgeschickt, die grundlegenden Instrumente der Wahrnehmung sind nur das. Wie wir es halten. Verschiedene Menschen können verschiedene Dinge sehen, basierend darauf, wie geschärft sie sich selbst halten. Wenn ich sehen sage, spreche ich nicht nur über den Sehapparat. Wir sehen durch die fünf Sinne und mehr. Also in diesem Kontext, die Art und Weise, wie wir dies sehen, ist, weil das Deine ist die Kosmologie. Unweigerlich ist Deine. An dem einen Tag hat dir dein Boss nicht erlaubt, über Zeit zu sprechen, weil er sagte, nein, es wird Zeit. Aber du hast über Raum gesprochen, was ich persönlich als eine Konsequenz von Zeit sehe. Lass es mich in einfachen Worten artikulieren. Was ist die Art und Weise, wie wir das Universum sehen und sehen, wie viele Überschneidungen gibt es? Und wenn es Dinge gibt, die sich nicht überschneiden, können wir herausarbeiten, warum sie sich nicht überschneiden. Es ist so. Nach dem yogischen Prinzip war das Universum so. Dies wird für gewöhnlich als einen Ouroboros dargestellt, eine Schlange, eine Kobra, die in sich selbst läuft und Mund und Schwanz eingeschlossen und eine Haube, die hier aufsteigt. Dies ist also nicht der europäische Ouroboros, ich weiß, sie machen einen Kreis daraus. Aber dies ist, wie es war, darum nennen wir es Anant. Das bedeutet, es ist unendlich. Es ist? Unendlich. Unendlich, tut mir leid, wir sind Inder. Wir sind Indien. Ihr habt das Konzept erfunden. Nein, ich will dir sagen, es ist kein Konzept. Dieses Unendliche oder Unendlichkeit war so. Die Natur von Unendlichkeit, das muss ich dir nicht sagen, aber für alle, wenn du Unendlichkeit plus 10 machst, ist es immer noch Unendlichkeit. Unendlichkeit minus 1 Million, immer noch Unendlichkeit. Deine Mathematik funktioniert also nicht. Du machst plus, minus, multiplizierst, dividierst, nichts. Es war also in dieser Art. Man konnte nichts damit machen. Dann entfaltete es sich und wurde so. Dann nennen wir das Shunya. Shunya bedeutet Leere. Es wurde leer. Was unendlich war, wurde leer. Dies ist sehr wichtig zu verstehen. Was war das, was unendlich ist? War es nicht leer? Wir konnten es zu dem Zeitpunkt nicht einmal leer oder voll nennen, weil es unendlich ist. Es gibt kein Plus-Minus daran, keine Multiplikation und Division daran. Es war also in dieser Art. Es entrollte sich selbst und wurde nichts. Nichts im Englischen nothing bedeutet, wir müssen einen Bindestrich zwischen kein und Ding, Englisch no thing, setzen. Es ist kein Ding. Aber jetzt hat es eine Präsenz. Diese Präsenz, nehme ich an, vielleicht ist es diese Präsenz, was die modernen Wissenschaftler als dunkle Energie oder dunkle Kraft oder wie auch immer bezeichnen. Aber es ist sehr passend, weil wir es Shunya oder Kala nennen. Shunya or Kala. Das Wort Kala bedeutet leer. Das Wort Kala bedeutet Dunkelheit. Das Wort Kala bedeutet Zeit. Das Wort Kala bedeutet Raum. All diese vier Dinge wurden in gewisser Weise manifestiert, weil es ein Kala wurde. Dies ist also hier als Leere. Aber wir nennen dies unendlichen Raum. Achte unbedingt auf meine Worte. Es ist unendlicher Raum, nicht Zeit, weil es keine Unterscheidung gibt. Es ist Zeit, die sich entfaltet, um Raum zu werden.
Als es also Kala wurde, wie dies, kann man es als Leere sehen, man kann es als Zeit sehen, man kann es als Raum sehen, man kann es als die erste Manifestation davon sehen, was keine Form hat. Alles, was keine Form hat, wird ebenso Kala genannt. Was also unendlicher Raum war, wurde Null. Jetzt plus eins ist plus eins. Minus eins ist minus eins. Auf einmal gibt es gibt noch nichts Körperhaftes, aber es gibt ein mathematisches Fundament für seine Körperhaftigkeit. Nun, da es leer wurde, wie dies, das Wort Shunya ist, als geschriebenes Wort wurde es zum ersten Mal etwa 400 vor Christus gesehen. Es gibt Dokumente, in denen es klar das Wort Shunya und das Zeichen einer Null gibt. Es reiste nach Arabien im frühen, du weißt, der nächste Teil davon, wie wir die Zeit heute zählen. Weil es jene Unterteilungen in unseren Köpfen nicht gibt, weil wir mit der englisch sprechenden Welt kommunizieren müssen, sind wir auch zu diesem abgrenzenden Datum gekommen, irgendwo vor 2000 Jahren. Andernfalls haben wir in unseren Köpfen diese Abgrenzungen nicht. Also ich sage nur ein, wie nennt ihr es jetzt? Adi, es ist nicht mehr Adi, wie nennen sie es? ACE, CE, es wird CE genannt, jetzt kommen oder so. Nun, in der Zeit vor Christus, in dem 1., 2. Jahrhundert und vielleicht im 3., 4. Jahrhundert, reist es nach Arabien. Weil indische Händler Handelsrouten unterhielten von Indien, von ganz unten in Indien, das ist der südlichste Teil Indiens, bis hoch nach Damaskus, Jerusalem, Aleppo. Sogar heute, Aleppo City soll 8500 Jahre alt sein und die Stadt wurde durch die Besteuerung der indischen Händler erbaut. Der direkte Austausch war also ein tägliches Geschäft, die Menschen reisten ziemlich viel. Es reiste also nach Arabien, wo sie es Saifa nannten. Das Wort Saifa bedeutet wieder leer. Dieses Saifa kam nach Europa, im Lateinischen nannten sie es Zephyrium. Das kam nach Venedig, wo sich das Drehkreuz für viele Dinge befand, die in Europa passierten. Und dort nannten sie es Serum. Und die Engländer nannten es Cipher. Heutzutage verwendet niemand das Wort Cipher. Als wir aufwuchsen, war es üblich, das Wort Cipher in englischen Sprache zu verwenden, aber ich weiß nicht in... Als eine Verschlüsselung, als eine geheime Verschlüsselung. Oh, ist es das? Nun, das Wort Cipher ist im Englischen... Null. ...ist verbunden mit Codierung. Aber dies ist ein anderer Kontext. Wir verwendeten das Wort Cipher als eine Null. Wenn man es sagte, wurde es in abwertender Weise benutzt. Oh, er ist eine Cipher, er ist nichts in der Art. Dieser Aspekt also, als es ein Nichts wurde, aber es war ein Firmament von enormer Existenz, aber ohne physische Form. Dann gehen wir hin zu einer mehr... Wie sagt man, einer dialektischen Art, das auszudrücken, wenn wir sagen, wir nennen dies Kala als eine Wesenheit, eine große, formlose, nicht große, unendlich formlose Wesenheit. Das Unendliche kann natürlich keine Form haben, also ist es eine Wesenheit. Und er atmet. Er atmet ein. Einatmen ist ein langer Prozess, vielleicht geht es in die Millionen von Milliarden von Jahren. Es gibt Berechnungen dafür. Ich bin nicht ein Mathematiker dafür. Und als er ausatmete, es ist nicht so, dass er Nasenlöcher hat, er atmet es von überall. Tatsächlich ist sogar unsere Haut, du weißt schon, sie schwitzt nicht nur, sie atmet auch, weißt du? Wir atmen also durch unsere jede Pore in der Haut. In der Weise, wenn er atmet, erzeugte das eine bestimmte Menge an Energie. Wir nennen es Shakti. Shakti kam aus ihm heraus. Als Energie aus ihm herauskam, dann dieses Firmament des Nichts, das eine starke Kraft ist, zuerst begann es zu vibrieren, verursachte dann Wellen. Jene Wellen führten zu zyklischen Bewegungen. Mit diesen zyklischen Bewegungen kamen also die ersten physischen Formen heraus und überall brach es hervor. Als diese Zyklen immer komplizierter wurden, davon, was immer wir als Elektronen, Protonen bezeichnen, Atome, planetarische Systeme, Universen, all dies entwickelte sich aufgrund der zyklischen Bewegungen.
Grundsätzlich betrachten wir das Körperhafte als eine Konsequenz der zyklischen Bewegung. Unsere Geburt selbst ist eine Folge der zyklischen Bewegungen im Körper unserer Mütter, sonst wären wir nicht geboren worden. Es gibt einen yogischen Tag des jüngsten Gerichts. Wollen Sie ihn wissen, Sir? Durch das Studieren dieser Zyklen, das Fühlen dieser Zyklen in unseren Körpern und das Studieren dieser Zyklen wurden Dinge herausgefunden, weil wir mehr daran interessiert waren, wie man das Leben transformiert und wie man den Menschen dazu bringt, über diese Zyklen hinauszugehen. Wie ich vorher sagte, die Zyklen der Zeit sind derart, sie können dich zerquetschen. Warum in Ihrer Kindheit waren Sie so und jetzt sind Sie so geworden? Viele Menschen. Zeit hat sie zerquetscht. Die Leute denken, es ist ihre Erfahrung des Lebens, dies und das. Nein, das ist nur eine Ausrede. Tatsächlich ist es die Zeit, die sie zerquetscht hat. Oder dieselbe Zeit könnte Menschen einsperren. Sie sind okay, aber sie sind gelangweilt und sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Meinst du, sie zerquetschen in der Art, dass sie sterben? Nein, das wird sowieso geschehen. Aber wenn sie am Leben sind, fühlen sie sich von der Zeit zerquetscht. Die Zyklen der Zeit zerquetschen sie einfach, Tag ein und Tag aus. Viele Menschen wünschen sich, dass die Sonne morgen nicht aufgeht, aber sie geht auf und sie müssen zur Arbeit gehen. Es zerquetscht sie. Weißt du, in den Vereinigten Staaten haben sie, Gott sei Dank, heute ist Freitag. Ja, ja. Es bedeutet, sie müssen am nächsten Morgen nicht aufwachen. Ja, ja. TGIF nannten wir das für gewöhnlich. Caltech, es gab einen... Wir hatten eine TGIF-Feier jeden Freitag. Wir wollen daher diese Zyklen durchbrechen. Nun, jeder Zyklus hat natürlicherweise eine zentripetale Kraft und eine zentrifugale Kraft. Wenn du dich in der zentripetalen verfängst, wirst du zerquetscht. Wenn du die Zentrifugale reitest, dann bist du befreit. Eine Tangente wird gebildet. Nun, diese Tangente zu erreichen, das ist das Ziel des Lebens im Osten. Wir nennen dies Mukti, Nirvana, Moksha, was auch immer. Im Grunde wollen wir die physischen Zyklen in einer Weise reiten, dass wir befreit sind von den physischen Zyklen. Wie haben Menschen diese Dinge gesehen? Wie kamen Menschen auf diese Dinge? Diese Frage stellt sich immer. Nun, wie haben die modernen Wissenschaftler etwas gesehen? Heute redet jeder über Hubble und was auch immer das andere, John Space? James Webb's Teleskop. James Webb Space, was auch immer. Was sind diese Instrumente? Diese Instrumente sind bloß Erweiterungen unserer eigenen Sinne, nur weil wir Augen haben. Nur weil wir Augen haben, bedeutet das Teleskop etwas. Andernfalls ist es eine, was bringt ein Teleskop einem Menschen, der keine Augen hat? Einfach nichts, richtig? Es ist einfach nur ein Rohr mit ein paar Spiegeln und vielleicht Linsen oder was auch immer es ist. Es ist nur ein Rohr. Es ist ein metallenes Rohr. Wir können es für etwas verwenden, aber du kannst es nicht nutzen, weil sie es innen mit so vielen Dingen blockiert haben. Ziemlich teuer. Teures Rohr. Dem stimme ich zu. Also ich sage, nur weil wir Augen haben, bauen wir Instrumente, die unsere Augen erweitern. In der Tat. Nun, diese Erweiterung wurde auf so viele verschiedene Arten vorgenommen. Eines der Dinge, die wir machten, war, dass wir energetische Formen erschufen, die uns ermöglichten, sehr, sehr weit zu sehen. Unglücklicherweise wird das heute alles missverstanden und fehlinterpretiert, aber es gab Instrumente, mit denen wir sehr weit sehen konnten. Wir konnten Fenster in den Kosmos hinein öffnen. Diese nannten wir unsere Gottheiten. Das sind keine Götter, es gibt kein Konzept von Gott im Osten. Sprichst du über moderne Teleskope oder altertümliche Metaphern? Beides. Es gab keine altertümlichen Teleskope. Nein, ich meinte metaphorische Teleskope. Ja, sie sahen Dinge, indem sie energetische Formen erschufen. Du hast sicherlich von ihm gehört, denn er war in deiner Umgebung. Ramanujam. Ja, natürlich, ja. Als ihn nun die Leute fragten, einige 3900 mathematische Formeln brachte er hervor, die immer noch debattiert und diskutiert werden, und die Leute versuchen zu verstehen, was er schrieb. Als die Leute ihn fragten, er lag im Sterben an Tuberkulose. Er saß auf seinem Totenbett und stieß einfach Mathematik aus. Als die Leute ihn fragten, wie kommt das? Sagte er, meine Devi, was bedeutet meine Göttin, blutet Mathematik. Ramanujan war auf meiner Hochschule, Trinity, ja. Vor meiner Zeit, daher habe ich ihn nie getroffen. Und für mich ist das ein faszinierendes Beispiel dafür,
wie man Informationen über das Universum erhalten kann, nicht nur durch den Intellekt, sondern auch durch Inspiration, wie du sagst, dass er meinte, seine Informationen zu erhalten. Wenn ich das korrigieren dürfte, Sir, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Man bekommt niemals Informationen durch seinen Intellekt. Man bekommt Informationen durch seine Sinne und dort im Intellekt bringt man sie durcheinander. Ja, es, nun... Ich will sagen, du vergleichst es mit der alten Information und versuchst, einen Sinn daraus zu ziehen. Ich würde nicht gern zugeben, dass wir es immer durcheinander bringen, aber ich denke, dass... Nein, ich sage, wir versuchen, Sinn daraus zu ziehen. Ja. Aber normalerweise wird das, wovon wir denken, dass es jetzt vernünftig ist, uns eigentlich blockieren, weil wir, was wir für klug halten, nicht lassen können. Was wir für dumm halten, können wir leicht loslassen. Also, du hast so viele interessante Punkte genannt, Sadhguru, dass... Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich an alle erinnern kann, aber kann ich auf einige von ihnen eingehen? Ich werde dich erinnern. Ja. Zuallererst bin ich froh, dass du Ramanujan und Mathematik erwähnt hast, weil eines der faszinierenden Dinge der Physik ist, dass die Sprache der Physik letztendlich Mathematik ist. Du kannst hinten einige Gleichungen sehen und... Das zeigt, dass unser Verständnis, weil Mathematik eine Schöpfung des Verstandes ist und es einen sonderbaren Austausch gibt, weil Mathematik der Physik zugrunde liegt, Physik unserem Verständnis des Universums zugrunde liegt. Das Universum produziert Leben und Gehirne und dann produzieren die Gehirne die Denkorgane, die Mathematik produzieren. Wir haben also diesen sonderbaren Kreislauf, die Tatsache, dass das Universum verstehbar ist. Ich meine, du hast in gewisser Weise den Intellekt herabgesetzt, aber Intellekt ist Teil des Prozesses, involviert in Mathematik, ein unvollständiger Prozess, aber es ist, weil es nur die linke Seite des Gehirns ist, die sozusagen versucht, Dinge zu verstehen. Und für mich ist das immer faszinierend, warum Mathematik tatsächlich fähig ist, das Universum zu beschreiben. Wir haben so viel über Wunder geredet. Aber es scheint solch ein Wunder zu sein, dass Menschen mit ihren beschränkten Gehirnen fähig sind, so viel vom Universum zu verstehen. Ich meine, zugegen sind wir hier nur nun 10.000 Jahre oder was auch immer es ist. Und dennoch behaupten wir, wir können fast das ganze Universum verstehen. Physiker behaupten, sie können das Universum vollständig verstehen. Jetzt vermute ich, dass diese Behauptung sich als falsch herausstellen wird. Aber wenigstens ist es ein Wunder, dass wir so viel verstehen können. Das ist also, warum ich auf das Argument reagiert habe, dass der Intellekt die Dinge durcheinander bringt. Ich stimme zu, dass er oft falsch liegt, und in der Tat vermute ich, dass sich die meisten Dinge in der Physik letztlich als falsch herausstellen werden, aber man sollte sich nicht so viel Sorgen darüber machen, was richtig und was falsch ist. Ich denke, was interessant ist, ist der Weg. Ich denke, die meisten Theorien der Physik sind am Ende falsch. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht nützlich ist, weil es der Weg ist, der wichtig ist. Mehr als das finale Paradigma, das sich immer ändern wird. Aber ich erinnere mich, dass es eine Aussage gibt, dass Mathematik die Sprache von Gott ist. Ich weiß nicht, ob dies in der indischen Philosophie eine Aussage ist, aber Mathematik ist die Sprache von Gott. Es wird manchmal gesagt. Andererseits weiß ich, dass Rumi sagte, dass die Sprache von Gott Stille ist. Und das stimmt vielleicht mehr mit dem darüber ein, was du sagst. Das ist also der erste Punkt, den ich ansprechen wollte. Die Bedeutung der Mathematik, obwohl sie letztlich nicht alles aufdecken kann. Ich denke immer noch, dass sie wichtig ist, und deshalb mochte ich deine Bezugnahme auf Ramanujan sehr, der ein Sprecher der Mathematik war, die, wie ich glaube, von seinen Engeln und nicht nur durch seinen Intellekt kam. Jetzt, ich mochte den Übergang, als du deine Unendlichkeit nahmst und sie in Null überging. Weil die Leute werden es wissen, ich sprach über den kosmischen Ouroboros in meinem Vortrag am Donnerstag. Und ich mag den Ouroboros sehr, weil er den ganzen Triumph der Physik beim Verständnis des physikalischen Universums auf den Punkt bringt. Aber natürlich ist der interessante Aspekt des Ouroboros, wo der Kopf den Schwanz trifft. Und ich sagte, nun, der Kopf entspricht dem Universum.
Und wir wissen, wie groß das Universum ist, 10 hoch 27 Zentimeter. Und der Schwanz entspricht der Planck-Skala, 10 hoch minus 33 Zentimeter. Nun, dies sind nur die Typen, diese größten und kleinsten Skalen, wie wir es verstehen. Was jene Skalen wirklich repräsentieren, es ist das Unendliche und Null. Okay, die größere Skala ist das Unendliche und die kleinere Skala ist Null. Und natürlich reduzieren wir sie zu endlichen Beträgen, damit wir sie verstehen können. Aber für mich ist der wirklich, wirklich interessante Punkt beim Ouroboros, die Spitze des Ouroboros ist das, wo das Unendliche auf Null trifft. Jetzt ist das Symbol des Ouroboros wie eine Null, ihr erinnert euch. Aber das Symbol, das Sadhguru verwendet hat, ist natürlich das Symbol für das Unendliche. Und ich bin auf eine Darstellung davon irgendwo auf der Internetseite gestoßen. Es ist ein wunderschönes Bild in der Tat. Ich habe es sogar kürzlich zu Beginn meines Vortrags gezeigt. Aber ich bin nicht sicher, ob es beabsichtigt war. Aber für mich war das ein faszinierender Gedanke, weil er zeigt, dass das Unendliche in gewissem Sinne null ist. Und so begann das Universum. Weil aus der Sicht eines Physikers begann das Universum in einem Vakuum. Wir wissen nicht genau, was zu Beginn des Universums geschah, aber in gewisser Weise gab es einfach reine Energie. Es gab keine Materie, keine Form, keine Struktur. Also begann es einfach aus einem Vakuum heraus. Und das Vakuum, nehme ich an, entspricht der Null. Aber es entspricht auch dem Unendlichen. Weil, zumindest aus meiner Perspektive, an der Spitze des Ouroboros, die vielleicht das Ende der Physik ist, so wie wir sie verstehen, aber tatsächlich, aus meiner Perspektive, ist das, wo der Verstand und Geist dazugekommen und so, dass aus meiner Perspektive, wenn wir eine Erweiterung der Physik haben wollen, dann ist sie dort an der Spitze des Ouroboros, wo wir irgendwie Verstand und Geist finden werden. Und vielleicht aus einer kosmologischen Perspektive ist es das, woher das Universum gekommen ist. Weil man glaubt, dass der Verstand in gewissem Sinne von der Materie war. Dann muss man ihn dort an der Spitze des Ouroboros finden, genau wo sich deine Null und dein Unendlich treffen. Jetzt. Und dann beziehst du dich auf all die verschiedenen Zyklen der Zeit. Die andere Sache mit dem Ouroboros ist, dass all diese verschiedenen Ebenen von Struktur sind. Erinnert ihr euch? Ich habe über sie gesprochen, dass biologische Zeit, bei Menschen diese planetare Zeit, die Sternzeit, galaktische Zeit. Die physische Welt ist also voll von all diesen Zyklen. Und wenn nun die materielle Welt im Urknall erschaffen wurde, führte es durch einen Prozess der Evolution zu all diesen verschiedenen Ebenen von Struktur, die all die verschiedenen Zyklen hatten, all die verschiedenen Zeitskalen, die natürlich über eine riesige Spanne gehen. Ich meine, dieser kosmische Ouroboros wurde in Form von Raum ausgedrückt, in Form von Zeit, Räumen, die Skalen der Dinge. Es hätte gleichermaßen gut ausgedrückt werden können in Form von Zeitskalen der Dinge, weil jede Längenskala auch mit einer Zeitskala einhergeht. Du hast erwähnt, dass Raum und Zeit eng verbunden sind. Und so könntest du ebenso die Zeitskalen um dieses Diagramm setzen. Jede Ebene von Struktur hat eine Zeitskala mit sich assoziiert. Und damit ist eine Manifestation der physikalischen Welt, dass da all diese Zyklen, und wir als Menschen natürlich, wir erfahren eine begrenzte Spanne dieser Zyklen. Und ich war beeindruckt, beinahe deprimiert, als du sagtest, wie es die Zyklen sind, die uns überwältigen können. Die Erfahrung dieser Zyklen kann beinahe depressiv machen, weil man fühlt es, dass es nur ein ständiges Alltagsleben ist. Ich hasse es, immer einzukaufen. Und ich finde, jeden Tag einkaufen gehen zu müssen, besonders wenn meine Frau weg ist, und jeden Tag einkaufen und kochen zu müssen, jeden Tag. Und dann abwaschen jeden Tag. Also ich denke, ich habe verstanden, was du meinst, was du damit meinst. Und dann, aber das ist ein Teil davon. Es ist Teil der Zyklen. Und eine Sache, die ich möchte. Ich muss dir sagen, im Yoga werden diese Zyklen Samsara genannt. Ja, ja. Aber in der allgemeinen Gesellschaft, in der Sprache, bedeutet das Wort Samsara Familie. Oh, okay.
Oh, das war mir gar nicht klar. Okay, okay. Nun, ich kann... Tatsächlich habe ich keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das Samsara ist, ja. Angenommen, du gingest in dein Labor und du fändest ein neues Universum. Es spielt keine Rolle, du musst trotzdem nach Hause kommen. Und doch, und natürlich verstehe ich vom Buddhismus ausgehend das Konzept von Samsara und die ständigen Zyklen von Geburt und Wiedergeburt und wie man dem entkommen soll. Und so ist mein Verständnis, dass, obwohl es diese Zyklen in der physischen Welt gibt, dass es einen Ausweg aus all diesen Zyklen gibt, was ich verstehe, obwohl ich es nicht erfahren habe, ist in gewissem Sinne das Ziel, und ich nehme an, von dem mystischen Weg, diesen Zyklen zu entkommen. Ich muss sagen, ich persönlich hatte nie ein... Ich bin keine spirituell entwickelte Person und ich weiß, ich werde in diesem Leben nicht erleuchtet werden. Warum? Warum sagst du das? Nun, weil ich mehr spirituell entwickelte Menschen treffe. Du versuchst, meine Arbeit zu zerstören. Nein, nein! Weil meine Arbeit darin besteht, sicherzustellen, dass jeder, es spielt keine Rolle, wer du bist, was du bist, die Möglichkeit ist immer da. Wirst du in diese Möglichkeit investieren oder nicht? Das bleibt den Einzelnen überlassen. Aber wenn du sagst, es ist nicht möglich, dann versuchst du, meine Arbeit zu zerstören. Tu das nicht. Nun, wenn ich, indem ich erleuchtet werde, deine Arbeit rechtfertigen kann, werde ich mich bemühen, erleuchtet zu werden, ja. Das ist alles, was ich... Ich meine, nur, dass ich persönlich nicht das Gefühl habe, sehr erfolgreich gewesen zu sein. Und ich habe meditiert und solche Sachen, aber... Und ich weiß, aber ich habe viele spirituelle Freunde, viele. Ja. Und ich denke gerne, dass ihre Spiritualität irgendwie auf mich abwirbt. Nein, Sir, das ist ein falscher Sinn des Begriffs Spiritualität, der sie in der Welt verbreitet. Okay. Um spirituell zu sein, muss man nicht in einen Tempel, Kirche oder Moschee gehen. Man muss nicht beten, man muss nicht meditieren, nichts. Es ist nur, dass wenn man ehrlich genug ist, ich benutze das Wort ehrlich, weil wenn man ehrlich genug ist, weiß man, dass man keine verdammte Sache weiß. Das bedeutet, immer ist deine Intelligenz ist immer suchend. Wenn du dich selbst so hältst, bist du spirituell. Okay. Ich habe dich also nicht aufgegeben. Oh. Danke. Nun, ich glaube, ich werde spiritueller sein nach dieser Konversation, ja. Und das ist also eine Sache, über die ich mit dir sprechen wollte, weil ich eigentlich von dir ein paar mehr Informationen bekommen wollte, wenn ich kann. Denn obwohl ich ein Theoretiker bin und über die Natur der Zeit und des Bewusstseins spekuliere, habe ich das Gefühl, dass du wahrscheinlich alle Antworten kennst oder zumindest einige Antworten. Deshalb möchte ich dich fragen, wie sich einige meiner Ideen mit deinen Einsichten decken. Und es hat zu tun mit der Natur und der Zeit und in der Tat mit der Natur des Raums. In meinem Vortrag am Donnerstag habe ich versucht zu erklären, dass wenn man die Physik so erweitern will, dass sie Bewusstsein einschließt, womit ich den Verstand und den Geist meine, denn Bewusstsein ist überall in der Materie Verstand und Geist. Aber man muss sein Konzept von Raum und sein Konzept von Zeit erweitern. Ich habe bereits am Donnerstag darüber gesprochen, in welchem Sinne ich das Gefühl hatte, dass man das Konzept des Raums erweitern muss. Und nur zur Erinnerung, nur für den Fall, dass einige Leute nicht anwesend waren, war mein Argument, dass die meisten mentalen und viele spirituellen Erfahrungen einen Raum benötigen. Und ich bezog mich auf den Traumraum, den außerkörperlichen Raum, den Raum einer Nahtoderfahrung, den Raum der Geister, den Raum sogar einiger mystischer Erfahrungen, nicht aller mystischen Erfahrungen, denn einige gehen über Raum und Zeit hinaus. Und ich habe argumentiert, dass man einen höherdimensionalen Raum braucht, weil es nicht nur physischer Raum ist, es geht über den physischen Raum hinaus. Und dann habe ich gesagt, dass dieser höherdimensionale Raum einer Art höherdimensionaler Realität entspricht, die alle unsere Erfahrungen mit der Welt in Einklang bringt, nicht nur mit der physischen Welt,
sondern mit allen Welten. Das war also meine Behauptung. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass sogar die Physik selbst behauptet, dass es höhere Dimensionen gibt. Denn Newton hatte einen dreidimensionalen Raum, Einstein sagte, es gäbe einen vierdimensionalen Raum, in dem Raum und Zeit verschmolzen sind. Was natürlich mit dem übereinstimmt, was du vorhin gesagt hast, dass Raum und Zeit im Grunde dasselbe sind. Und dann habe ich erklärt, wie sie die fünfte Dimension eingeführt haben, um Elektromagnetismus zu erklären, und wie sie dann 6 weitere Dimensionen eingeführt haben, um in der Superstringtheorie, um alle physikalischen Wechselwirkungen zu beschreiben. Dann hat man also eine 10-dimensionale Welt. Und dann schließlich sagte ich, mit der M-Theorie, die wir hatten, gäbe es eine weitere Dimension, dann hat man also einen 11-dimensionalen Raum. Und Sadhguru machte die faszinierende Anmerkung, die mir neu war, dass tatsächlich 11 Dimensionen aufkommen in einigen der Traditionen. Vielleicht können wir darauf zurückkommen. Aber dann war der eigentliche entscheidende Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass in einer bestimmten Version der M-Theorie die physische Welt ein Teilstück eines höherdimensionalen Raums ist. Das Teilstück, das wir als Brain, B-R-A-N-E, bezeichnet. Und der höherdimensionale Raum, der fünfdimensionale Raum, wird als Hauptteil bezeichnet. Und so gibt uns die Physik einen höherdimensionalen Raum, von dem die materielle Welt ein Teilstück ist. Deine Erfahrung, deine mentale und spirituelle Erfahrung gibt dir einen höherdimensionalen Raum. Der Hauptpunkt, den ich am Donnerstag angesprochen habe, ist also, warum können wir diese beiden Räume nicht identifizieren? Das ist keine Sichtweise, die viele meiner Physikerkollegen teilen werden, weil sie nicht mit der Mystik in Verbindung gebracht werden wollen. Aber das ist meine persönliche Sicht. Ich möchte euch nicht den Eindruck vermitteln, dass das Mainstream-Physik-Sichtweise ist. Denn ich bekomme Ärger mit meinen Physikerkollegen, wenn ihr diesen Eindruck bekommt. Aber es ist trotzdem meine Sichtweise. Aber das war die Rede vom Raum. Aber worüber ich nicht gesprochen habe, weil unser freundlicher Vorsitzender erkannte, dass wir... Ich habe nicht über Zeit gesprochen. Kann ich also etwa 5 Minuten über Zeit sprechen? Und dann werde ich Sadhguru fragen, ob er... Das ist viel Zeit. Weißt du, das Faszinierende am Bewusstsein ist, dass es den Zeitfluss umfasst. Wenn man sagt, ich bin bewusst, kann man darüber streiten, was man mit bewusst meint. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Inhalt des Bewusstseins, worauf ich mich normalerweise beziehe, wenn ich von einem Raum des Bewusstseins spreche, aber die Erfahrung des Bewusstseins selbst... Das muss sich ändern. Du solltest nicht Raum in dieser Weise sagen. Ich sollte so machen. Danke, ja. Okay. Bewusster Raum, also in der Art. Ja. Und hoffentlich eine Zeit wie diese, was bedeutet, dass der Vorsitzende mich nicht aufhalten kann. Wie auch immer, der Punkt ist folgender. Man muss sich klar machen, dass Einstein mit seiner seriösen speziellen Relativitätstheorie Raum und Zeit vermählt hat. Er erkannte, dass die Welt vierdimensional ist, wobei die vierte Dimension die Zeit ist. Und so ist man als ein Mensch, der eigene Körper ist wie eine Weltlinie darin. Man stellt sich Raum und Zeit in 2 Dimensionen vor. Ich hoffe, ich kann meine Hände benutzen, aber man stellt sich Raum und Zeit in 2 Dimensionen vor, um es einfacher zu machen. Du bist wie eine Linie. Du bist wie eine Weltlinie in diesem vierdimensionalen Raum. Aber er wird dargestellt als zweidimensionaler Raum. Aber in Einsteins Bild, dem sogenannten Blockuniversum, existieren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nebeneinander. Es gibt keine Zeit. Aber in deiner bewussten Erfahrung denkst du von dir, dass du dich durch die Zeit bewegst. Wenn du dir also vorstellst, dass deine Weltlinie ein Gehirn ist, du denkst von deinem Bewusstsein wie von einer kleinen Perle, die entlang dieses Drahtes reist. Dies ist deine Erfahrung. Jetzt ist es 5:10, aber in 10 Minuten wird es 5 Uhr sein. Und vor 5 Minuten war es 5:15. Der Punkt ist jedoch, dass dies in der Relativitätstheorie nicht geschieht. In der Relativitätstheorie gibt es keinen Zeitfluss. Und das ist hinlänglich bekannt. Und das ist der Grund, warum viele Physiker und Philosophen sagen, dass es eine Illusion ist. Der Zeitfluss ist eine Illusion. Und doch erfahren wir ihn alle.
Was ich damit sagen will, ist, dass der Verstand, die Erfahrung des Bewusstseins, nicht wirklich Teil unseres derzeitigen Bildes der Physik ist. Er ist nicht Teil der Relativität. Und der Fluss, es ist, weder gibt es einen Zeitfluss wirklich in der Quantentheorie. Zeit hat einen anderen Status in der Quantentheorie. Wie ist das also zu erklären? Nun, wie verschiedene Physiker, nun, verschiedene Philosophen es erklärt haben, mich eingeschlossen, man muss sagen, dass es eine zusätzliche Dimension gibt, die eine zusätzliche Zeitdimension ist, die, wenn man so will, der mentalen Zeit als Gegensatz zur physischen Zeit entspricht. Und deshalb sage ich, dass die gegenwärtige Physik, also die Relativitätstheorie und die Quantentheorie, die Erfahrung des Bewusstseins nicht erklären kann. Aber die finale Theorie der Physik, die die Relativitätstheorie und die Quantentheorie versöhnen, diese muss Bewusstsein erklären. Und sie muss diese zusätzliche Dimension mit einschließen. Denn was ich sage ist, dass mentale Zeit eine zusätzliche Dimension ist. Ist das in Ordnung? Ist jeder überzeugt? Gut. Aber jetzt gibt es noch eine andere Eigenschaft des Bewusstseins, die wirklich entscheidend ist. Und das hat mit dem zu tun, was ich Scheingegenwart nenne. Es ist eine Mindestzeitspanne der Erfahrung. Schau, wir sind normale menschliche Wesen. Es gibt nur eine minimale Zeit, die wir erfahren können, die etwa ein Zehntel einer Sekunde beträgt. Du stellst dir vor, mein Finger ist ein Licht. Wenn ich dieses Licht im Kreis bewege, siehst du, wie es sich im Kreis bewegt, okay? Aber wenn es zu schnell umläuft, wenn es mehr als 10 Mal pro Sekunde umläuft, wirst du es nicht mehr als Bewegung wahrnehmen. Du wirst ein kontinuierliches Licht sehen, okay? Es gibt also keine Zeit auf der Zeitskala von weniger als einer Zehntelsekunde, was im Grunde die Scheingegenwart ist. Andererseits, wenn sich dieses kleine Licht zu langsam bewegt, wirst du seine Bewegung auch nicht sehen. Das hat mit der Zeitskala des Gedächtnisses zu tun. Unser Zeitempfinden erstreckt sich also nur auf einem sehr kurzen Zeitraum. Etwa von einer Zehntelsekunde bis zu 10.000 Sekunden. Okay? Das ist, was wir mit menschlichem Bewusstsein meinen. Dieses Konzept der Scheingegenwart ist also ein sehr altes Konzept. Es geht eigentlich auf William James zurück. Es geht mehr als 100 Jahre zurück. Aber selbst Philosophen sprechen nicht darüber. Bewusstsein kommt also mit einem Scheingegenwart. Und unsere Scheingegenwart ist im Grunde, sagen wir, in etwa eine Zehntelsekunde. Nun sind wir als Menschen sehr arrogant. Wir nehmen an, das ist die einzige Stufe des Bewusstseins im Universum. Nun zumindest. Nicht Menschen, Sir. Physiker. Ja. Okay. Absolut. Nun, ich nehme an, genau wenn ich sage, arrogante Menschen, dann meine ich nicht alle Menschen. Ich meine eine gewisse, besonders die meisten meiner Kollegen nehmen an, dass wir die wichtigste Form des Bewusstseins sind. Offensichtlich nicht Sadhguru und wahrscheinlich auch nicht die meisten von euch. Aber die Frage stellt sich daher, diese Scheingegenwart ist, ich sagte, sie ist ein Zehntel einer Sekunde, aber eigentlich kann sie sich nicht ändern. Und wir alle kennen das, es kann sich unter verschiedenen Umständen ändern. Ich nehme an, ihr hattet diese Erfahrung. Man ist in einer Krisensituation. Angenommen, man fällt von einem Berg. Ich weiß nicht, ob jemand jemals von einem Berg gefallen ist, aber du weißt, die Zeit scheint sich zu verlangsamen. Oder vielleicht bist du in einem Autounfall verwickelt und die äußere Welt, alles scheint in Zeitlupe abzulaufen. Das liegt daran, dass deine Scheingegenwart irgendwie geschrumpft ist. Und so geschieht das. Du kannst eine andere Erfahrung machen, zum Beispiel, bei der sich deine Scheingegenwart ausdehnt. Ich weiß von einem Fall, in dem jemand sehr krank war, im Bett lag und dieses aufblitzende Licht am Fenster sah und nicht herausfinden konnte, was es war. Aber es stellte sich heraus, dass dieses aufblitzende Licht der Auf- und Untergang der Sonne war. Ihre Scheingegenwart hatte sich so ausgedehnt, dass es wie ein aufblitzendes Licht wirkte. Es ist eine Frage des Verhältnisses zwischen deiner mentalen Zeit und der physischen Zeit. Natürlich würden jetzt die meisten Neurowissenschaftler wahrscheinlich denken, dass man das erklären kann, weil es im Gehirn eine Art Zeituhr geben muss. Also zum Beispiel... Sir, eine Sekunde. Ja? Denn es gibt eine Menge Dinge, wenn wir jedes einzelne dieser Dinge zusammen entpacken... Absolut. ...weil du so viele Dinge sagst, bis wir darauf zurückkommen... Nein, aber so machst du es auch, ja.
No. Yep. Yes. Die wichtige Sache ist, ich denke, Einstein begeht Inzucht. Ja. Wenn er sagt, wir werden Zeit und Raum vermählen. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Du sagtest es. Denn was wir als Raum ansehen, ist in meiner Erfahrung eine Konsequenz von Zeit. Zeit hat den Raum hervorgebracht. Und unser Zeitempfinden beruht im Wesentlichen auf zyklischen Bewegungen. Sonst würden wir Zeit nicht kennen. Jetzt sitzen die Leute hier. Nun, wenn das 1,5, 2 Stunden geht, sind sie okay. Es spielt keine Rolle, über was für großartige Wahrheiten du sprichst. Wenn es 4 Stunden werden, werden sie sich langsam fortstehlen. Nicht wegen der Uhr. Ihre Blase zeigt die Zeit an. Ja. Ihr Hintern zeigt die Zeit an. Ihr Rücken zeigt die Zeit an. Hallo? Angenommen, sie hätten keinen Körper. Wir nehmen ihre Körper weg. Dann würden sie kein Problem haben, wenn wir hier für 2 Millionen Jahre sitzen würden. Wir als physische Wesen sind eine Konsequenz der Zeit, was im Grunde eine zyklische Bewegung vom physischen Material ist. Wir sind eine Konsequenz davon. Wenn wir uns über unsere Körperlichkeit erheben, gibt es kein Zeitgefühl in uns. Das ist, was die westlichen Beobachter leider als Trance bezeichnen. Jemand hat sich über seinen physischen Zustand erhoben. Jetzt sitzt er hier. Du denkst, er sitzt hier irgendeine Anzahl von Tagen. Aber er, in seiner Erfahrung, sitzt er für ein paar Momente. Für mich ist das eine lebendige Erfahrung in meinem Leben. Dann gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die sich in tiefere Prozesse begeben haben, bei denen sie, wenn man sie in einem bestimmten Zustand sitzen lässt, kein Zeitgefühl mehr haben. Zeit einfach so. Also wie viel Einfluss? Als ich sagte, man kann entweder von der Zeit erdrückt, oder man kann von der Zeit gefangen werden, oder man kann befreit werden, indem man die Zeit reitet. Wie tief man mit seiner Körperlichkeit identifiziert ist, das ist, wie viel Macht Zeit über einen hat. Wenn man nicht so körperlich identifiziert ist, jetzt bist du ein Wissenschaftler, du bist, da oben passiert viel. Du gehst jetzt in dein Labor oder wohin auch immer, du weißt nicht, wann es Zeit ist zu essen. Es gibt einige Menschen, deren Magen ihnen ständig sagt, wann sie essen müssen, wann sie auf die Toilette gehen müssen und wann sie wieder gehen sollten. Im Büro wirst du viele von ihnen sehen, die in 8 Stunden Arbeit 4 bis 5 Mal auf die Toilette gehen und weitere 5 Mal essen und trinken gehen, weil sie völlig vom Körper beherrscht werden. Wenn man sich plötzlich mehr für etwas anderes interessiert, weiß man nicht mehr, wann man essen, wann man pinkeln muss, wann man es nicht tun sollte, weil der körperliche Einfluss auf einen, die Macht des Körpers, weg ist. Sobald die Macht des Körpers über dich weg ist, ist auch die Macht der Zeit über dich weg. Wenn man also völlig frei davon ist, befindet man sich jenseits des Zeitprozesses. Aber wie kommen wir dahin? Wir betrachten den menschlichen Körper als ein Konstrukt, so. Es gibt einen physischen Körper, der eine Anhäufung der Nahrung ist, die wir gegessen haben. Das ist die Hardware, die wir aufgebaut haben. Es gibt eine Software, die du als mentalen Raum bezeichnest, nicht wahr? Entschuldige, mentalen Raum. Also mentalen Körper, wir bezeichnen das auch als Körper. Wir bezeichnen alles als Körper. Alle 5 Aspekte bezeichnen wir als Körper, weil Körper bedeutet, man kann beobachten, man kann lernen. Raum ist eine vage Sache. Da ist also ein mentaler Körper. Es gibt Erinnerung und Information und Intelligenz quer durch. Der mentale Körper, das ist also die Software. Hardware und Software zusammen können nichts tun, wenn sie nicht an Energie angeschlossen sind. Die 3. Schicht nennen wir also den Pranamaya-Kosha oder den Energiekörper. Es ist also angeschlossen und diese Dinge funktionieren. Die meisten Menschen leben ihr Leben zwischen körperlichen, mentalen Körpern. Sehr selten mag es ein wenig Erfahrung des pranischen Körpers oder Energiekörpers geben. Die nächste Dimension des Körpers wird Vijnanamaya-Kosha genannt. Vijnana bedeutet wörtlich, Jnana bedeutet zu wissen. Gyan bedeutet zu wissen. Vijnana bedeutet, es ist eine Kombination aus 2 Wörtern, Vishesh, Gyan. Das bedeutet, ein außergewöhnliches Wissen. Außergewöhnliches Wissen bedeutet alles, was wir nicht durch unsere Sinneswahrnehmung wahrnehmen, aber wir nehmen es wahr. Dann nennen wir dies Vishesh Gyan oder Vijnan.
Heute wurde in Indien das Wort Wissenschaft beschrieben als Vigyan. Gerade in den Schulfächern wird es Vigyan genannt. Weil wir sagen, das ist außergewöhnliches Wissen, weil du, was deine Augen nicht sehen konnten, hat dein Teleskop gesehen. Daher sagen wir, man hat außergewöhnliches Wissen, weil jenseits der Sinneswahrnehmung hat man sie irgendwie erweitert. Es spielt keine Rolle, wie. Wie hat man sie erweitert? Irgendwie durch Benutzung eines physischen Mechanismus oder durch die Kraft, deine Augen zu erweitern. Auf die eine oder andere Weise hat man etwas gesehen, was deine Augen nicht sehen können. Daher nennen wir das Vigyan. Allgemeine Wissenschaften werden in Indien daher jetzt Vigyan genannt. Nun, diese Vijnanamaya Kosha, aus Mangel an englischen Wörtern, beschreiben ihn einige Leute als den Ätherkörper. Das soll heißen, es ist ein Übergangskörper. Zwischen Physikalität und Nicht-Physikalität gibt es einen Übergang. Jetzt also, ausgehend von dem, was du sagst, weil ich kein großer Wissenschaftler bin, was ich also wahrnehme, ist, dass die Wissenschaft ein wenig ihre Tentakel ausstreckt. Oder es ist ein, wie nennt ihr das, die der Kakerlake abstehenden Dinge? Antennen. Man steckt also seine Antenne in den Vijnanamaya-Kosha, ist aber nicht in der Lage einzudringen. Die fünfte Schicht des Körpers, wir nennen ihn Glückseligkeitskörper. Nicht, weil eine Glückseligkeitsblase darin ist. Einfach, weil wir nicht wissen, was seine Natur ist. Weil es überhaupt nicht physisch ist, können wir ihn mit keinerlei Wort definieren oder ihn anhand irgendeiner Beschreibung beschreiben. Deshalb sagen wir Glückseligkeitskörper, weil das Kindersprache ist. Es ist wie, dein Kind sieht einen Lautsprecher. Sagen wir einen Lautsprecher wie diesen und es sagt Boom Boom. In dieser Sprache reden wir also. Wenn wir ihn berühren, wird unsere Erfahrung so glückselig. Daher sagen wir, das ist der Glückseligkeitskörper. Wir sagen nicht, dass das die Natur von ihm ist. Das sagen wir, wenn wir ihn berühren. Wir essen etwas und wir sagen, es ist süß, weil süß unsere Erfahrung ist. Das ist nicht die Natur dessen, was es ist. Das ist unsere Erfahrung, deshalb nennen wir ihn Glückseligkeitskörper. Jetzt, bitte, ich versuche nicht, etwas entgegenzustellen. Ich versuche nur, mein Verständnis davon zu definieren. Aus dem, was du sagst, sehe ich, dass du an Vijnanamaya-Kosha nippst. Aber es zu überschreiten, wenn du nicht aus dem, neulich nannte ich es Kerker, heute werde ich bei Fundament bleiben. Das Fundament der Logik musst du überschreiten, weil Logik nur mit Zweien funktionieren kann, dies und das. Ohne das geht es nicht. Diese zwei Dinge sind jetzt bis hier gekommen. Es muss so werden. Jemand hat also Zeit und Raum vermählt. Das muss in uns geschehen. Man kann diese Vermählung von Zeit und Raum oder Verschmelzung von Zeit und Raum kann nur geschehen, wenn du deine physische Natur transzendierst. Andernfalls wird es nicht dorthin gelangen. Ich akzeptiere voll und ganz, dass man einen Punkt jenseits der Logik, jenseits der Mathematik erreicht. Aber dennoch würde ich argumentieren, dass man die Logik in der Mathematik über den physischen Bereich ausdehnen kann. Denn ich habe eine Unterscheidung zwischen der physischen Zeit und einer anderen Zeitebene getroffen, die nicht physisch ist, aber dennoch Logik und der Mathematik unterliegt. Was ich also sagen will, ist, dass es einen Zwischenbereich gibt zwischen dem materiellen Bereich, über den die meisten Physiker nachdenken, und dem Bereich, der über Logik und Mathematik hinausgeht. Worüber ich also zu reden glaube, ist, woran ich nipple, wenn du so willst, ist dieser Zwischenbereich. Ich denke also nicht, dass es im Widerspruch zu dem steht, was du sagst. Ich meine nur, ich habe vorhin darüber gesprochen, wie sich die Erfahrung der Scheingegenwart verändern kann. Aber das war alles unter den Umständen, unter denen die Scheingegenwart vermutlich mit dem zusammenhing, was im physischen Körper vor sich ging. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, dass man eine übersinnliche oder mystische Erfahrung machen kann, bei der die Erfahrung der Zeit in der Tat ganz anders ist. Also beispielsweise könnte man eine Nahtoderfahrung machen, bei der man sein ganzes Leben in einem Augenblick sieht.
Okay? Anstatt nur als ein, deine 100 Jahre werden also in einem Moment gesehen, denn in gewissem Sinne hat sich deine Scheingegenwart in diesem Zustand des Verstandes zu einem ganzen Leben ausgeweitet. Und mein Verständnis aus der Literatur, nicht aus Erfahrung, ist, dass es in verschiedenen mystischen Zuständen so ist, dass man sich ausdehnen kann. Dass man seine Scheingegenwart verändert wie eine Weltscheibe an einem Radio, so dass man die Welt auf einer anderen Bewusstseinsebene erlebt. Und diese andere Bewusstseinsebene entspricht einer anderen Scheingegenwart. Und was ich damit sagen will, ist, dass es sehr arrogant ist, anzunehmen, dass die einzige Bewusstseinsebene im Universum der Mensch ist. Ich sehe selbst nicht ein, warum es nicht eine Hierarchie der Bewusstseinsstufen auf Zeitskalen geben sollte, die viel größer und viel kleiner sind als die des Menschen. Ich sehe nicht ein, warum es zum Beispiel nicht eine planetarische Bewusstseinsebene mit einer viel längeren Scheingegenwart geben sollte, vielleicht an einem Tag. Warum sollte es nicht eine solare Bewusstseinsebene geben, die vielleicht 100 Jahre beträgt? Warum kann es keine galaktische Bewusstseinsebene und warum kann es keine kosmische Bewusstseinsebene geben? Ich würde also sagen, dass es auf dieser Perspektive, und deshalb lege ich die Betonung auf Scheingegenwart, keinen Grund gibt, warum es nicht eine Hierarchie von Bewusstseinsebenen geben kann, die, wenn man so will, mit verschiedenen Formen der Verkörperung verbunden sind. Aber auch... Wenn ich dir eine Frage stellen darf. Ja, ja. Weil du den Ausdruck benutzt, was ist das? Verstand? Zeit in Verbindung mit dem Verstand, richtig? Ja, ich spreche jetzt darüber. Was ist das Wort? Zeit in Verbindung mit dem Verstand anstatt mit der Physik. Was ich sage ist, die Zeit. Wir erfahren Zeit nur aufgrund unserer Verbindung mit unserem Körper, nicht mit unserem Verstand. In unserem Verstand können wir aus einer Stunde 10 Stunden machen, aus 10 Stunden eine Stunde. Das können wir, denn an einem bestimmten Tag, wenn du sehr fröhlich bist, vergeht der Tag wie 10 Minuten. Wenn du deprimiert bist, vergeht der Tag wie eine Ewigkeit. Das ist also eine mentale Sache. Verstand, wie wir den Verstand sehen, ist, es gibt etwas, das man Sat-Chit-Ananda nennt. Du hast davon gehört, richtig? Hast du? Sat-Chit-Ananda. Nein, ich kenne den Ausdruck nicht. Okay. Sat bedeutet Wahrheit oder Wirklichkeit. Chit bedeutet, wir beziehen Chit auf den Verstand. Ananda bedeutet Glückseligkeit. Sat ist also Wirklichkeit, die da ist. Aber wir können die Wirklichkeit nur durch die Lüge unseres Verstandes betrachten. Sat ist zur Hälfte da, zur Hälfte nicht da. Es ist eine halbe Wirklichkeit. Es ist, ein Teil davon ist wahr, ein Teil davon ist nicht wahr. Chit ist eine komplette Lüge. Man kann alles daraus machen. Man kann das ansehen und dort einen Dinosaurier sehen, wirklich. Menschen tun das. Wir sehen also einen? Man kann jetzt einen Dinosaurier oder einen Elefanten dort stehen sehen, obwohl er nicht da ist. Man kann einen Elefanten dort stehen sehen, obwohl er nicht da ist. Man kann diese Person betrachten und denken, oh, sie ist böse. Man kann jene Person betrachten und denken, oh, sie ist schön. Man kann diese Person betrachten und etwas anderes denken. Dies sind alles Lügen, erfunden in unserem Verstand. Wir können erfinden, was immer wir wollen. Das ist die schöne Sache an unserem Verstand. Wir können sogar eine absolute Lüge zur Wirklichkeit machen. Eine totale Lüge, etwas, das nie existiert hat, können wir es zu unserer eigenen Wirklichkeit machen. Dies ist ein Phänomen, dass wir ein Kaleidoskop haben. Wir können alles machen. Mit wenig Informationen können wir so viele Dinge daraus machen. Aber das ist kein Instrument, um zu erforschen. Ein Kaleidoskop kann man genießen, aber man kann es nicht zu einem Instrument der Erforschung machen. Der Körper ist verlässlicher. Der Körper belügt dich nie. Hallo? Aber es gibt verschiedene Ebenen von Körper, ich meine... Ja. Ja. Physischer Körper, mentaler Körper... Ja, ich meinte gerade, der physische Körper lügt nie. Er sagt dir die Wahrheit, nicht wahr? Möchtest du, dass wir aufhören? Mentaler Körper, physischer Körper, frage ich. Ich meine also, wenn du hungrig wirst, wirst du hungrig. Aber dein Verstand kann dir sagen, nein, du bist nicht hungrig. Der Verstand kann dir sagen, wenn du kein Essen brauchst, kann der Verstand dir sagen, du musst essen.
Aber der Körper sagt dir die Wahrheit über alles. Wenn es kalt ist, ist es kalt. Wenn es heiß ist, ist es heiß. Alles ist so, wie es ist. Aber der Verstand kann es in jeder Art sehen, wie du es willst. Was für den einen Menschen angenehm ist, ist unangenehm für einen anderen. Was unangenehm ist, ist angenehm, weil der Verstand all diese Dinge erfindet. Der Verstand, wie wir ihn jetzt sehen, wir sprechen im Grunde nur über einen Aspekt, nämlich den Intellekt, den wir heute in der modernen Gesellschaft zu entwickeln bemüht sind, weil er für uns Ergebnisse bringt. Im Alltag verbessert er unser Leben auf so viele Arten. Was bedeutet eine Verbesserung im Leben? Im Grunde bedeutet es, dass wir unseren Überlebensprozess immer effizienter gestalten können. Das ist alles, was Verbesserung bedeutet. Das ist der Grund, warum wir, obwohl wir im Vergleich zu dem, wie, sagen wir mal, wie unsere Großeltern gelebt haben und wie wir heute leben, wahrscheinlich hat jeder von uns 10 bis 20 Mal mehr, als sie hatten. Wir kein bisschen fröhlicher oder kein bisschen freier sind als sie. Auch wenn Leute es behaupten, stimmt es nicht. Wenn du dir die Menschen auf der Straße ansiehst, ihre Gesichter, sie fahren ihre Traumautos, wenn du dir ihre Gesichter ansiehst, weißt du, sie sind nicht besser. Menschen, die liefen oder Fahrrad fuhren, waren auch so in der Vergangenheit. Ich sage nicht, dass wir Elender sind, aber wir können nicht behaupten, dass wir aufgrund unserer Annehmlichkeiten fröhlicher geworden sind. Wir sind komfortabler geworden, haben ein bequemeres Leben, mehr Möglichkeiten in der physischen Welt. All das ist akzeptiert. Aber das verändert nicht die Erfahrung. Denn es ist der Verstand, der erzeugt, was immer du willst. Manche Menschen, die ihren Verstand gut handhaben, sie sehen ein gutes Bild auf ihrem Kaleidoskop. Manche Menschen, die nicht wissen, wie man ihn handhabt, sie sehen die ganze Zeit ein schlechtes Bild, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn wir also ein Instrument wie dieses verwenden, um die fundamentale Realität unserer Existenz zu erforschen, wird es uns ein schlechtes Bild geben. Ein Teleskop ist eine gute Sache, ein Kaleidoskop nicht. Das ist also, kann ich dir eine Frage stellen, weil du geredet hast über den Dinosaurier oder den Elefanten sehen. Ich nicht. Das war ein Beispiel, aber würdest du unsere Theorien aus der Physik, unsere Theorien der Welt als den Dinosaurier oder den Elefanten ansehen? Nein, das sage ich nicht. Schau, die Theorien der Welt. Ich sage nicht, dass sie alle falsch sind. Darum habe ich gesagt, sie zeigen in die richtige Richtung. Aber auch wenn man in die richtige Richtung zeigt, sagen wir, jetzt ist unsere Sichtweite wie die einer Fliege oder einer Heuschrecke oder einer Stechmücke, nur 3 Meter. Angenommen, wir beide können nur 3 Meter weit sehen. Wir können denken, okay, wenn diese 2 Reihen von Menschen dort sitzen, sind es vielleicht 20 Reihen, vielleicht sind es mehr Menschen, und wir beginnen zu suchen. Aber solange unsere Sehkraft nicht besser wird, werden wir sie nicht sehen. Richtig, aber das ist jetzt also extrem wichtig. In meiner Wahrnehmung hat die Wissenschaft nie in die richtige Richtung gezeigt. In den letzten 25, 30 Jahren fangen sie an, in die richtige Richtung zu weisen. Wenn sie in die richtige Richtung weisen, ist die Entwicklung von Instrumenten, um weiterzusehen, jetzt sehr entscheidend, um die Menschheit von ihrem Feststecken in ihren eigenen Zyklen zu emanzipieren. Aber siehst du, wenn du von Augen sprichst, gibt es die physischen Augen, aber was mich interessiert, ist, dass zum Beispiel, wenn einer eine außerkörperliche Erfahrung hat, man herumschwebt. Wer ist das? Dinge sieht, aber man sieht nicht. Man sieht eigentlich nichts durch seine physischen Augen. Daher ist es ein Gedanke, dass es eine verschiedene Ebene von Körper, Verkörperung gibt, eine verschiedene Ebene des Auges, eine verschiedene Art des Lichts, womit man die Welt erkundet. Machst du also die Anmerkung nur im Kontext des Physischen? Nein, in jedem Kontext, will ich sagen. Angenommen, es ist wahr, dass jemand aus seinem Körper geglitten und umhergeschwebt ist. Ich kann dir einige Beispiele zeigen, die krass sind, unglaublich krass, die für die meisten Menschen schockierend sein dürften. Abgesehen davon, sagen wir, jemand hier wäre herausgeglitten. Sie ist eine gute Kandidatin. Sie würde aus ihrem Körper gleiten und umhergehen. Aber um physisches Licht zu sehen, braucht man diese Augen. Ich kann mit meinen Händen kein physisches Licht sehen. Man braucht diese beiden Augen, um physisches Licht zu sehen, weil das ganze Problem mit Licht ist, das kam auf, weil etwas Metaphorisches von einer ganzen Menge Menschen wörtlich genommen wurde. Ja, ich denke, es ist Patanjali, der den Fehler machte, vielleicht sogar von jemandem vor ihm.
Als er sagte, wenn du dich selbst von deinem psychologischen und physiologischen Prozess distanzierst, wird ein neues Licht in dir emporkommen. Wenn er Licht sagt, spricht er nicht über dieses physische Licht, das 299.000 Kilometer pro Sekunde reist. Er spricht darüber, dass eine neue Klarheit aufgekommen ist. Man sieht Dinge völlig anders, weil einem Dinge kristallklar erscheinen. Aber um dieses Licht zu sehen, brauchst du diese beiden. Ohne diese beiden siehst du dieses Licht nicht. Richtig. Aber diese Dame ist, sie ist... Nicht diese, diese dort. Diese. Oh, ich hatte die falsche Dame. Aber es ist wahr zu sagen, sie benutzt eine andere Art Augen und eine andere Art Lichtquelle? Wir können es nicht Augen nennen, weil wenn jemand jenseits des Körpers ist, sieht er keine verdammte Sache. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Erfahrung gibt. Erfahrung kommt anhand von Neigungen, innewohnenden Neigungen, die wir als karmische Vasanas bezeichnen. Das bedeutet, da man eine bestimmte Menge an Informationen hat, sogar in seiner subtilsten Form, hat man eine gewisse Menge an Informationen. Informationen, wenn keine Absicht vorhanden ist, schaffen eine Neigung. Angenommen, du sitzt hier, du hast keine Absicht darüber, was du jetzt tun solltest. Jetzt richtest du dich nach deinen Neigungen. Manche Leute werden so die Blume pflücken, manche Leute werden etwas trinken, manche Leute werden etwas rauchen, manche Leute werden einfach hier sitzen und etwas träumen. Das ist eine Neigung. Wenn man keine Absicht hat, erzeugt deine Erinnerung ganz natürlich eine Neigung. Diese Neigung nennen wir Vasana. Vasana bedeutet, wörtlich bedeutet es Geruch. Warum wir es Vasana nennen? Weil es in der Tierwelt der Geruch ist, der eine große Rolle spielt. Sogar im menschlichen Leben spielt der Geruch eine massive Rolle, aber die Menschen bemerken es aufgrund ihrer zerebralen Aktivität einfach nicht. Eine ganze Menge Forschung ist in diese Thematik geflossen, verschiedene Arten von Forschung. Leute sagen, das sind Aussagen von Wissenschaftlern, okay? Sie sagen, du könntest einen Mann oder eine Frau oder einen Partner in deinem Leben anhand eines unbewussten Geruchssinns ausgewählt haben, den du über diese Person hast. Stinkende Leute. Entschuldigung. Ich bin am Phänomen des Schwebens interessiert. Zum Beispiel... Und es gibt den berühmten Fall der heiligen Teresa von Avila, die geschwebt ist. Jetzt wäre das an sich noch keine mystische Erfahrung, weil ein übersinnlicher Forscher sagen würde, oh, sie schwebt, wir müssen messen, wie hoch sie kommt und wie weit sie sich bewegt. Und so akzeptiere ich, dass es an sich noch kein mystisches Phänomen ist, aber die heilige Teresa hatte selbst eine mystische Erfahrung. Für sie also, sie war in einem ekstatischen Zustand und da gab es eine Verbindung zwischen dem Mystischen und Übersinnlichen. Nein, warum bedeutet ekstatisch zu sein mystisch? Warum bedeutet ekstatisch zu sein mystisch? Nun, ich habe selbst noch keine Erfahrung von mystischem Erleben. Lass mich also dazu kommen. Ja. Schau, kürzlich fragt mich ein Journalist, Sadhguru, wenn es eine Errungenschaft in deinem Leben gibt, was wäre sie? Ich sagte, Tränen. Was meinst du mit Tränen? Ich sagte, jeden Tag, wenn Millionen von Menschen ihre Augen schließen, fließen Tränen der Ekstase über ihre Wangen. Das ist die einzige Errungenschaft, die ich habe. Der Rest ist nur Zirkus. Der Rest ist nur Zirkus in der Welt. Man muss einen Zirkus veranstalten, um die Menschen für diesen Prozess zu gewinnen. Ekstatisch zu sein geschieht also, wenn man aufhört, Unannehmlichkeit in sich zu erzeugen. Wenn ich Unannehmlichkeit sage, du sitzt hier und denkst, oh, was macht sie? Sie schreibt es auf, wird sie es richtig verstehen? Ich denke nicht, dass sie es richtig verstehen wird. Das ist eine aufrichtige Meinung. Versteht sie, was ich sage? Ist er damit einverstanden? Ist das, dies, dies? Ich will sagen, diese tausenden Dinge sind da. Es ist nicht einmal bewusst. Diese Dinge vervielfältigen sich millionenfach, während man heranwächst. Nun, all dieser Dreck, von dem du denkst, er sei dein Denkprozess und deine Emotionen und deine Meinungen, besonders wenn du an einer Universität bist, voll von Meinungen, okay? Okay. Mit all diesen Meinungen kannst du nichts klar sehen. Um einfach all die Meinungen, die du hast, unten zu halten, verlangt viel Arbeit.
Leute sind um mich seit 20, 30 Jahren, die gleichen Leute. Ich habe keine einzige Meinung über sie. Nur wenn es um Arbeit geht, ich muss etwas mit ihnen machen, dann habe ich eine Meinung, ob sie das tun können oder das nicht tun können. Aber wenn ich sie einfach ansehe, sehe ich sie einfach an, wie sie jetzt sind. Mir ist egal, wie sie vor 10 Jahren waren. Mir ist egal, wie sie gestern waren. Wenn ich sie jetzt ansehe, sehe ich sie, wie sie sind, weil dies sehr wichtig ist für das, was ich tue. Andernfalls, oh, bei diesem hier ist es möglich, das ist ein Erleuchtungskandidat, dieser taugt nicht dazu, das ist ein guter, dieser hat eine gute Genetik, jener hat eine schlechte Genetik. Das ist alles Unsinn, es spielt keine Rolle. All diese Dinge haben etwas zu tun mit ihrem Körper und Verstand. Für diese Sache habe ich mit ihrem Körper oder ihrem Verstand nichts zu schaffen. Sie mögen also denken, dass ihren Guru zu lieben eine große Sache ist. Ich denke nichts darüber, weil Liebe eine simple Emotion ist. Sogar ein Hund kann es sehr gut tun, besser als du. Hallo? Wir machen eine große Sache daraus und exportieren es zum Himmel und sagen, Gott ist Liebe. Das liegt daran, dass die Menschen ohne Liebe aufgewachsen sind. Ich werde dir eine einfache Geschichte erzählen. Kann ich dir eine kleine Begebenheit erzählen? Ich sollte in Tel Aviv sprechen, und glücklicherweise gibt es dort bestimmte Umstände. Vor ein paar Jahren, und ich flog von Atlanta ab. Ich sollte dort gegen 11.30 Uhr am Morgen landen und um 6.30 Uhr am Abend reden. Aber einige Verspätungen bei den Flügen, und schließlich kommt es so, dass ich dort um 6 Uhr abends lande. In diesen 40 Jahren bin ich noch nie zu einer einzigen Veranstaltung zu spät gewesen. Daher wollte ich nicht, das ist quasi eine Verpflichtung, die ich habe, dass ich nicht zu spät komme. Ich ziehe mich also schnell am Flughafen um und eile zur Veranstaltung, und ich bin am Verhungern, denn ich fliege mit American Airlines. Da gibt's nichts Essbares. Es gibt nichts Essbares in diesem Flugzeug. Nein, nicht einmal das. Sie werfen mit Hundestücken nach dir. Was auch immer, nichts Essbares für mich. Diese Erdnüsse, die geben sie dir nur auf Inlandsflügen. Bei internationalen gibt es nur Hundestücke in ein bisschen Brot mit etwas. Das ist einfach nicht für mich. Daher bin ich super hungrig, aber ich muss pünktlich dort sein. Ich eile hin. Und dann sehe ich zu meinem Erstaunen, das passiert mir nie, ich spreche in einem edlen Restaurant. Das ist Kohärenz. Dann gehe ich hinein und die Leute sind bereits da. Sie grüßen mich. Ein Mann kommt auf mich zu und sagt Shalom. Ich fragte ihn, was bedeutet das? Er sagt, das ist die höchste Art der Begrüßung. Ich sagte, das ist in Ordnung, das ist deine Sichtweise, aber was bedeutet es? Er sagte, nein, 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 das ist die höchste Art der Begrüßung. Ich sagte, in Ordnung, was bedeutet das Wort? Dann sagte er, es bedeutet Frieden. Ich sagte, warum ist Frieden die höchste Art der Begrüßung? Es sei denn, man ist im Mittleren Osten geboren. In Südindien kommt jemand am Morgen auf mich zu und sagt Frieden. Ich werde sagen, was stimmt nicht mit dir? Deshalb sage ich, alles, was dir vorenthalten wird, steigt langsam zum Himmel auf. Du hast keinen Frieden in deinem Leben gesehen, Friede wird zu Gott. Du hast keine Liebe in deinem Leben gesehen, Liebe wird zu Gott. Du hast keine Glückseligkeit in deinem Leben gesehen, Glückseligkeit wird zu Gott. Nein, das sind alles einfache menschliche Emotionen. Wenn also die heilige Teresa, wenn sie glückselig umhergewandert ist, freue ich mich für sie. Heute kann ich dir, wenn nicht Millionen, dann zumindest Hunderte und Tausende von Menschen zeigen, die zumindest für einen Teil des Tages glückselig sind. Ich bin die ganze Zeit glückselig. Also für mich, einfach meine Augen zu schließen, dass mir die Tränen kommen, dafür brauche ich nur 2 Augenblicke. Ich werde dort sein. Es gibt viele, viele solche Menschen hier und überall. Es ist also wundervoll, wenn diese Frau so gewandelt ist. Es ist eine fantastische Sache, weil das die Art ist, wie ein Mensch sein sollte. Man sollte keine Heilige aus ihr machen. Sie ist ein wundervoller Mensch. Und jeder Mensch sollte auf diese Weise sein. Sie müssen so auf der Straße gehen. Wenn sie die Blumen und den Baum sehen, müssen sie, Tränen müssen kommen. Wenn sie die Wolken sehen, müssen Tränen kommen. Wenn sie ein Kind sehen, müssen Tränen kommen. Wenn sie ihre Augen schließen, müssen Tränen kommen. Tränen der Liebe und Ekstase, nicht Tränen des Leids oder Schmerzen. Gerade wird es zu einer solchen Seltenheit in einer gegebenen Gesellschaft. Jetzt denkt man plötzlich, sie hat Gott in sich. Nein, sie braucht keinen Gott. Menschen sind in der Lage, diese Dinge zu erfahren.
Ich sage, das sind alles Erfahrungen, die Menschen haben. Fast ein jeder Mensch an einem gewissen Punkt, in einem Augenblick der Liebe oder Freude oder etwas, Tränen sind ihnen gekommen. Die Sache ist nur, dass es nicht üblich ist. Wenn sie es zu einem Teil ihres Lebens gemacht hat, fantastisch. Aber in östlichen Gesellschaften gibt es eine große Zahl an Heiligen, die immer so gelebt haben. Ich versuche nicht, sie runterzuziehen. Alles, was ich sage, ist... Nun, du sagst, sie herunterziehen. Du meinst aus der Schwebe oder von der... Über das Schweben rede ich nicht. Denn das ist eine Frage des Einatmens von Wasserstoff, nicht Sauerstoff. Ich sage, ich möchte sie nicht runterziehen. Meine Arbeit ist, die Menschheit zu heben, nicht jemand vom Himmel runterzuholen. So ist es leider in diesen Gesellschaften, weil jeder sonst in so einem Durcheinander ist. Wenn ein Mensch sich erhebt, denkt man, sie fiel von ganz oben. Nein, sie hat sich erhoben. Wunderbar für sie. Nun, sie machten, ja, aber... Aber ich sage, es gibt nichts Mystisches daran. Ich meine, das ist eine Frage von... Sie kann sagen, das ist klar eine spirituelle Erfahrung. Spirituell ist gut. Ich meine, das Etikett... Nein, weil wir versuchen, etwas Unterscheidung hineinzubringen zwischen übersinnlich, spirituell und mystisch. Ihre Erfahrung können wir klar in die Kategorie einer spirituellen Erfahrung einordnen. Das ist gut, weil das ist eine Frage der Semantik und... Nein, nein, das ist nicht Semantik. Das sind klare Unterschiede in der Erfahrung. In Experience. Schau, wenn man es intellektuell von außen betrachtet, beläuft es sich auf Semantik. Im Sinne der Erfahrung, was in meinem Körper geschieht, ist physisch. Was in meinem Verstand geschieht, ist mental. Was in meinen Gefühlen geschieht, ist emotional. Was in meinem Geist geschieht, ist spirituell. Das ist merkbar vorhanden. Niemand kann das in Frage stellen, denn jemand stellt es von außen in Frage, weil sie es nicht sehen können. Wenn jemand aus Liebe Tränen vergießt, können wir hier sitzen und denken, oh, vielleicht etwas Schmerz. Das ist unsere Schlussfolgerung. Aber Sie könnten glückselig vor Liebe sein und Tränen könnten herauskommen. Möglich. Semantische Fragen kommen also, weil wir äußerliche Beobachter menschlicher Subjektivität sind. Das wird nie funktionieren. Ob sie eine spirituelle oder eine mystische Erfahrung hatte, ich verneige mich vor deinem Wissen, weil ich... Nein, ich sage nicht, dass sie keine mystische Erfahrung gehabt hat, weil Menschen beobachtet haben, dass sie in Tränen der Ekstase war. Das ist eine spirituelle Erfahrung. Sie könnte auch mystische Erfahrungen gehabt haben, die sie Menschen nicht zeigen kann. Wie soll sie es zeigen? Aber die Frage, die ich stellen wollte, war, ich war interessiert an dem Zustand übersinnlicher Phänomene, weil... Warum ich an übersinnlichen Phänomenen interessiert bin, ist, weil ich sehe, dass sie eine Verbindung zwischen Materie und Spiritualität, zwischen Wissenschaft und Spiritualität, weil an der übersinnlichen Forschung... Nein, kann ich das machen, weil das ist, du weißt schon, dazwischen. Sie haben es aus irgendeinem Grund gebrochen. Und sie wollten nicht, dass der Schwanz und der Kopf zusammenkommen, wer auch immer es gemacht hat. Wie auch immer. Schau. Übersinnliche Phänomene sind eine Erweiterung des Verstandes. Ja. Wir können unseren Körper erweitern, wenn wir wollen. Genau jetzt können wir ein kleines Experiment machen. Sir, sollen wir? Sitz bitte die Wirbelsäule etwas aufrecht. Was wir tun werden, ist, unsere Hände so zusammenzulegen und diese beiden Hände mit geschlossenen Augen kräftig aneinander zu reiben. Sagen wir 30 Sekunden, in Ordnung? 30 seconds, all right? Like this. So. Sekunden ist eine lange Zeit. Jetzt, während du deine Augen geschlossen hältst, trenne sie einfach 7 bis 10 Zentimeter. Okay. Etwas passiert zwischen deinen beiden Händen. Etwas, ein wenig, was auch immer da ist. Lass uns nicht versuchen, es zu definieren, es zu beschreiben. Es ist eine Erweiterung des Körpers. So kann man den Körper erweitern. Jetzt hast du von Phantombeinen gehört oder sowas. Jemand verliert ein Bein oder eine Hand. Obwohl das physische Bein weg ist, erfahren sie es immer noch aufgrund eines erweiterten Körpers. So wie es einen physischen Körper gibt, gibt es einen energetischen Körper, der intakt bleiben kann, falls der Verlust des Körpers sehr plötzlich geschehen ist. Es gibt Tantriker,
Wir sollten nicht dahin gehen. Ich begebe mich auf gefährliches Terrain in einer Universität. Warum sollte ich auf diese Weise Selbstmord begehen? Lass mich die Tantriker in Ruhe lassen. So, there are people. Es gibt also Menschen, die ihren Körper hier lassen, etwas tun und wieder zurückkommen können. Es wird Parakaya Pravesha genannt. Das bedeutet, man tritt in etwas anderes ein. Das ist eine Erweiterung des Körpers, die übersinnlich ist. Die Erweiterung des Körpers und Verstandes, um etwas zu tun, ist ein übersinnlicher Prozess. Was du über die heilige Teresa gesagt hast, das ist eine spirituelle Erfahrung, die wir Menschen sehen. Ob sie eine mystische Erfahrung hat oder nicht, das wird niemand wissen. Sie könnte eine haben, sie könnte keine haben. Aber sie hat definitiv, wenn sie total glückselig ist, sie hat eine spirituelle Erfahrung. Ich versuche nur zu definieren, das ist alles. Aber was ich damit sagen will, ist, dass diese Phänomene aus der Sicht der Erweiterung der Wissenschaft interessant sind, weil man diese Phänomene mit den Techniken untersuchen kann, die ein Wissenschaftler verwenden würde. Du weißt, dass man in einem Labor auf Telepathie testen kann, man kann auf Psychokinese testen, ob man etwas beeinflussen kann. Weil das alles parapsychologische Phänomene sind. Telepathie, Telekinese, worüber auch immer die Leute reden, das sind alles parapsychologische Phänomene, an denen ich persönlich nicht interessiert bin, weil sie einen Menschen in keinster Weise über seine Grenzen hinausheben. Es wird sie nur ein wenig kompetenter machen. Es ist, als ob ich... Ich benutze wieder ein schlechtes Beispiel. Wenn ich jemanden töten muss, muss ich dorthin gehen und ihnen etwas antun. Aber wenn ich von hier ein Gewehr habe, kann ich sie erschießen. Das ist ein parapsychologisches Phänomen. Von hier kann ich Dinge tun. Ich muss nicht dorthin gehen und Dinge tun. Ein Gewehr ist also effizienter als ein Messer. In England benutzen sie noch immer Messer, das ist, was ich sage. Es gibt ein paar Schusswaffen, aber überwiegend Messer, ja. Ich sage also, parapsychologische Phänomene sind so, dass man seine psychischen und physischen Kräfte ausdehnt, um bestimmte Dinge zu tun und wieder zurückzukommen. Aber das wird einem höchstens einen kleinen Vorteil in der Welt verschaffen. Du wirst dich nirgendwohin erheben. Ich akzeptiere das, aber der Grund, warum ich das betone, ist, dass der Versuch, die Wissenschaft zu erweitern. Ja, das ist mein Interesse. Um diese Phänomene einzubeziehen, und ich sage, es hat nichts damit zu tun, jemandem zur Erleuchtung zu verhelfen, aber ich sage trotzdem, dass es hilfreich ist, dass es für mich von Interesse ist, weil ich so die Wissenschaft erweitern kann, um diese Phänomene einzubeziehen. Wenn man so will, ist das ein Teil des Weges, der zur Vereinigung von Wissenschaft und Spiritualität führt. Nein, du, ich sage, du musst das nicht einbeziehen. Lassen wir all die Dinge, die ich sage, beiseite. Meiner Meinung nach schaut die Wissenschaft im Moment in die richtige Richtung. Sie müssen ihren Blick weiten. Ich frage, kannst du ein Teleskop bauen, mit dem du etwas sehen kannst, das nicht physischer Natur ist? Das ist, was du tun musst. Die Antwort kommt nicht mit einem physischen. Mit Mathematik, dahin komme ich noch. Da wir über Zeit sprechen, die ich als die grundlegendste Entität ansehe, von unendlich bis null ist eine Manifestation der Zeit. Es ist also ein unendlicher Raum, weil es eine Mischung aus Zeit und Raum ist. Es ist immer so gewesen. Zeit ist das grundlegende Firmament. Raum geschieht darauf. Jenseits dieser Zeit, die wir als einen zyklischen Prozess bezeichnen, weil Zeit, wie wir sie kennen, wie wir sie gerade erfahren, nur aufgrund zyklischer Bewegung existiert. Der Planet dreht, ein Tag. Der Mond kreist ein Monat. Der Planet läuft um die Sonne ein Jahr. Das ist unsere Erfahrung von Zeit. Und ähnliche Zyklen spielen sich in unserem eigenen Körper und in verschiedenen Phänomenen in der Welt ab. Aber eine Zeit, die nicht zyklisch ist, die nur eine Stille ist, nennen wir Mahakala. Das bedeutet die größere Zeit. Es gibt eine bestimmte Gottheit, die in Zentralindien verwahrt wird, wo über viele Jahrtausende hinweg der Mittelpunkt der Zeit war, bevor die Briten nach Indien kamen und ihn an die mittlere Greenwich-Zeit verlegt haben. Das war die mittlere Zeit in der Welt, weil die Seereisenden aus Asien, weil es von dort ausging, wurde dies als die Linie der Zeit betrachtet.
Das ist, wo die Zeit anfing. Deshalb haben sie dort eine besondere Gottheit errichtet, die Mahakal genannt wird. Ich möchte hier nicht näher auf diese Dinge eingehen, aber im Wesentlichen wurden Dinge getan, damit die Menschen etwas erfahren können, das über die Grenzen ihres Körpers hinausgeht. Denn wenn du die Grenzen deines Körpers nicht überschreitest, wirst du auch die Zyklen der Zeit in keiner Weise überschreiten. Tu, was du willst. Solange dieser Körper da ist, befindet man sich innerhalb der Manifestation des Zeitzyklus. Im Moment schaut ihr also in die richtige Richtung. Wenn man nur irgendwie ein Teleskop bauen kann, oder das Teleskop muss nicht unbedingt ein physisches Rohr sein, wenn sogar all diese Zahlen dorthin reichen und etwas lesen oder sehen können, das nicht physische Natur ist, absolut nicht physische Natur, dann wird die Wissenschaft sehen, was dort ist. Ansonsten schauen wir in die Richtung, aber keine Augen. Und so ist die Frage, wie Physik das tun kann. Ich meine, zum Beispiel sind Menschen interessiert an... Schau, ich denke, wir sollten das Wort Physik fallen lassen, denn ich spreche davon, das Physische zu überschreiten. Nun, ich meine, selbst das Wort, wenn ich davon spreche, die Physik zu erweitern, um diese Phänomene unterzubringen, ist es nicht klar, ob es das richtige Wort ist. Denn die meisten Physiker werden es nicht Physik nennen wollen. Sie werden sagen, es sei Philosophie oder so, aber... Und daher bin ich recht glücklich. Ich neige dazu, das Wort Hyperphysik zu verwenden. Das ist ziemlich gute Wissenschaft. Eine systematische Art der... Ja, aber schau, innerhalb der Physik selbst gibt es die ganze Frage darüber, was Physik ist. Unter Physikern ist es jetzt ein großes Thema. Was sehen wir als Physik an? Denn für einige der Ideen, über die ich gestern gesprochen habe, wie die M-Theorie und diese höheren Dimensionen, haben wir immer noch keine Instrumente, mit denen wir diese zusätzlichen Dimensionen tatsächlich feststellen können. Leute werden daher sagen, ich meine, Physiker werden sagen, einige Physiker werden sagen, das ist nicht Physik, das ist nur Mathematik. Oder es heißt sogar, es ist nur Philosophie. Was mir jetzt interessant scheint, ist, dass was wir mit Wissenschaft meinen, sich fortwährend entwickelt hat. Früher dachte man, dass Wissenschaft etwas mit Experimenten zu tun hat. Aber wenn man Astronom ist, kann man keine Experimente mit Sternen und Galaxien machen. In gewisser Weise führt das Universum die Experimente für einen durch, denn es gibt Milliarden von Sternen und Milliarden von Galaxien. So macht das Universum die Experimente. Aber es ist immer noch das entscheidend, dass man Beobachtungen macht. Aber dann funktioniert das nur, weil man Millionen von Galaxien und Millionen von Sternen hat. Die Leute werden also sagen, nun, man hat nur ein Universum. Wie kann demnach also Kosmologie ein richtiger Bestandteil der Wissenschaft sein? Aber jetzt akzeptieren wir, dass es Teil der Wissenschaft ist, dass es Teil der Physik ist, weil wir die Theorie verstehen, die das Universum erklärt. Und so sprechen wir jetzt... Aber auf welcher Grundlage kommen wir zu dem Schluss, dass es nur ein Universum gibt? Nun, genau, das führt zum nächsten Punkt. Du hast meinen nächsten Punkt vorausgesehen, nämlich, dass die Leute jetzt über das Multiversum sprechen. Was nicht spirituell oder mystisch ist, es ist parapsychologisch. Nun, der Punkt ist, dass das Multiversum in gewissem Sinne nur in unserem Verstand existiert, weil wir die anderen Universen nicht sehen können. Und ich begebe mich in viele... Ich habe ein Buch geschrieben über das Multiversum, universales Multiversum, und man gerät in Streit mit anderen Physikern. Sie sagen, das ist keine Physik, weil man das andere Universum nicht sehen kann. Und das Entscheidende an der Wissenschaft ist, dass sie etwas sein muss, das man sehen kann. Man muss Beweise besorgen. Aber es gibt viele Dinge in der Wissenschaft und insbesondere in der Physik, die man nie sehen kann, die wir aber jetzt trotzdem als Physik akzeptieren. Man kann nie in ein schwarzes Loch hineinsehen, aber jeder, die meisten Physiker akzeptieren, dass dies ein Teil der Physik ist. Ein Quark, das subatomare Teilchen, aus dem Neutronen und Protonen bestehen, kann man nie sehen. Aber alle sind sich einig, dass dies ein Teil der Physik ist. In der Physik haben wir uns also an die Vorstellung gewöhnt, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen und für die wir keine direkten Beweise erhalten können. Aber es wird als Physik betrachtet, weil es Teil dieses mathematischen Rahmens ist, weil zumindest ein Teil der Theorie getestet werden kann. Eines von dir erwähnten Gegenargumente, das Multiversum ist, dass man diese anderen Universen zwar nicht sehen kann, sie aber dennoch Teil der Physik sind, weil sie von physikalischen Theorien vorhergesagt werden, die indirekt getestet werden können.
Was ich damit sagen will, ist, dass es sogar innerhalb der Physik eine Kontroverse darüber gibt, was Physik ist. Und in gewissem Sinne sind unsere physikalischen Paradigmen heute im Wesentlichen nur noch mentale Modelle. Aufgrund des Konzepts der Realität, wenn man über höhere Dimensionen und die Quantentheorie spricht. Ich meine, die Quantentheorie ist offensichtlich experimentell getestet worden, aber für diese höheren Dimensionen gibt es noch keine experimentellen Tests. Und so ist es wirklich eine Schöpfung des Verstandes. Wenn du sagst übersinnlich, auf eine Weise ist es übersinnlich, es ist eine Schöpfung des Verstandes. Denn im Moment haben wir, wenn man so will, nicht die Augen, mit denen wir wirklich wahrnehmen können. Zurück zur heiligen Teresa. Angenommen aus ihrer Glückseligkeit heraus, sagte sie allen, wo war sie, in welchem Teil? Nun, sie kam aus Europa. Europa. Ich vergaß die Stadt, in der sie war. Angenommen? Aquila, in Italien, ja. Wenn sie den Europäern gesagt hätte, macht diese Welt zu eurem Zuhause, aus ihrer, wenn sie Tränen der Glückseligkeit hat, bin ich mir sicher, dass sie so fühlt. Und sie würde sagen, macht diese Welt zu eurem Zuhause. Dann dachten die Europäer, dann sollten wir unser Zuhause so groß machen, dass es die ganze Welt abdecken sollte, was sie versucht haben. Jetzt ist das ein Desaster. Physik bedeutet also das Studieren der Phänomene der physischen Welt. Wenn sie die Grenze der Physikalität erreicht, müssen wir sie verlassen und mit einer neuen Wissenschaft aufwarten, nicht wahr? Aufwarten mit einer neuen? Neuen Wissenschaft. Wie auch immer du sie nennen willst, das überlasse ich dir. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, nämlich, dass man seine Auffassung von Wissenschaft ändert, um diese Dinge zu berücksichtigen. Und in der Tat ändert man seine Auffassung von Physik, um diese Dinge zu berücksichtigen. Und das ist der Teil der Herausforderung. Aus diesem Grund reagiert die konventionelle wissenschaftliche Gemeinschaft dagegen. Ich meine, einige von ihnen reagieren gegen Dinge wie höhere Dimensionen, die in einem Sinn relativ respektabel sind, dass berühmte Wissenschaftler daran arbeiten. Mehr noch reagieren sie also gegen die Idee, dass man Wissenschaft erweitern kann, um das Multiversum und die übersinnliche Erfahrung oder was auch immer einzubeziehen. Aber ich sage nur, dass es Teil des Prozesses ist, Wissenschaft und Spiritualität miteinander zu verbinden, indem man das, was man unter der Naturwissenschaft versteht, verändert. Aber die Natur der Wissenschaft hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Und wenn Wissenschaft und Spiritualität jemals in gewisser Weise verschmelzen, bedeutet dies, dass die Wissenschaftler spiritueller werden müssen. Nein, das würde ich nicht sagen. Was ich sagen würde, ist, dass dieser ganze Trugschluss von Wissenschaft und Spiritualität, was ist es, das wir als Wissenschaft bezeichnen? Wenn etwas eine systematische Herangehensweise ist, um etwas zu wissen, und wenn du es siehst, ist es auch auf dieselbe Art. Wenn ich es sehe, ist es auch auf dieselbe Art. Und 10 weitere Menschen sehen es, es ist immer noch in derselben Art und Weise. Das bedeutet, es ist nicht nur eine rein subjektive Erfahrung. Dann sagen wir, es ist Wissenschaft, richtig? Liege ich richtig? Das ist die alte Version von Wissenschaft. In Ordnung. Wir richten uns nach der alten Version. Weil beide von uns in diesem Zustand sind. So now. Jetzt ist also das, was wir Spiritualität nennen, auch ein System, das, wenn ich erkläre, das ist der Weg, wenn du das und das und das tust, wird dir das widerfahren. Wenn es von diesen etwa 100 Menschen, selbst wenn 50 Menschen es erfahren können, ist es Wissenschaft, meiner Meinung nach. Denn ich gebe klar ein paar Schritte vor und sie gehen diese Schritte und sie kommen zu einer solchen Erfahrung. Ich sollte dir das erzählen. Vor einiger Zeit, da war ein Mann, der mit allen Arten von spirituellen Sachen sehr vertraut war. Er sagte, er war mit J.K. Ich weiß nicht, ob du von J.K. J. Krishnamurti gehört hast. Ja, er war eine lange Zeit mit J.K., bis er starb in Ojai. Und dann war er mit Rajneesh, er war mit Ma, wie ist der Name? Anandamayi Ma. Und er war bei einigen europäischen Lehrern und er war bei U.G. Krishnamurti, ein weiterer Kerl aus Bangalore, all das. Und dann kam er und blieb in unserem Yoga-Zentrum für 2 Wochen. Nach 2 Wochen sagte er, er kann nicht Sadhguru treffen. Ich wusste nicht, dass er da war. Dann sagte ich, in Ordnung. Dann eines Nachmittags habe ich ihn einfach getroffen. Er sagte, Sadhguru, so war ich an all diesen Orten. Ich sagte, du bist also überall ein gescheiterter Kandidat und jetzt kommst du hierher. Was mache ich mit dir?
Er sagte, nein, 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 Sadhguru, ich muss dir das sagen. Ich bin nicht für nichts hierher gekommen. Er war bereits um die 79, als ich ihn traf. Er sagte, nein, ich bin nicht auf der Suche nach irgendetwas. Jeder von Ihnen hat etwas beigetragen. Ich habe von dir gelesen und dich gesehen und all das. Ich wollte dich nur sehen, das ist alles. Alles, was ich sagen will, ist, dass ich an all diesen Orten gewesen bin, so viele Dinge erlebt habe, von denen jedes einzelne mein Leben auf irgendeine Weise bereichert hat. Aber du bist der Einzige, der eine spirituelle Fabrik hat. Ich sagte, was meinst du damit? Er sagte, jede Woche sehe ich Menschen kommen, gewöhnliche Menschen, die dahin kommen. Wenn sie nach 3,5 Tagen abreisen, platzen sie vor Freude und schreien und tanzen herum und ziehen los. Eine Gruppe nach der anderen, eine Gruppe nach der anderen, sie kommen und gehen in gleicher Weise. Dies ist eine spirituelle Fabrik. Dann dachte ich, das ist eine großartige Idee, weil eine Fabrik bedeutet, Dinge effizienter herauszubringen als handgemachte Sachen. Ich habe die Leute gerufen. Ich weiß, dass sie sich nicht darauf einlassen werden. Ich sagte, wir sollten die spirituelle Isha-Fabrik nennen. Ja, because. Denn durch die Effizienz, mit der du funktionierst, ist es eine spirituelle Fabrik. Wir haben ein Produktionsvolumen. Wer auch immer hier lang geht, wenn sie herauskommen, werden sie zumindest einigermaßen in die Art herauskommen, in Ordnung? Wenn wir also in der Lage sind, das Gleiche hervorzubringen oder eine ganze Reihe von Menschen zu ähnlichen oder wenn nicht gleichen, so doch ähnlichen Erfahrungen zu bringen, immer und immer und immer wieder, nicht seit ein paar Jahren, nicht seit 200 Jahren wie die Wissenschaft, seit Tausenden von Jahren sind wir in der Lage, das zu tun. Warum ist das keine Wissenschaft? Ich sage, wenn das ist nicht die Unendlichkeit, das sollte und sein. Okay. Man sollte das auslassen, Wissenschaft und Wissenschaft. Aber siehst du, einer der interessanten Punkte war, dass man normalerweise davon ausgeht, dass die Wissenschaft die Welt aus der Perspektive der dritten Person betrachtet. Als du darüber gesprochen hast, wie das... Nein, das ist der Grund, warum ich dieses Beispiel erzählt habe. Dieser Mann nahm die Perspektive der dritten Person ein und sah, dass dies eine spirituelle Fabrik ist. Die Menschen kommen auf dem gleichen Erfahrungsniveau heraus. Aber der Punkt ist Erfahrung. Wenn du von einer Wissenschaft des Verstandes sprichst, sprichst du über Erfahrung, nicht über Experimente. Nein, 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 schau. Ich meine, übersetze eine Erfahrung nicht nur in Bezug auf den Verstand. Heute versucht Bala, diese Erfahrung chemisch zu untersuchen. Die Blutchemie und was auch immer für andere Dinge. Darauf möchte ich nicht näher eingehen, denn es ist mir egal, wie lang dein Telemeter ist. Aber all diese Dinge sind für die heutige Wissenschaft richtig. Das ist in Ordnung. Jetzt sagen sie, die Endokannabinoide seien um irgendeinen Prozentsatz gestiegen. Es ist viel mehr als das, was beim sexuellen Orgasmus passiert. Einfach, indem man hier sitzt. Warum ist das nicht Wissenschaft? Es ist messbar. Ich stimme zu. Ich sage, man sollte eine Wissenschaft der Erfahrung haben. Ich denke also, ich stimme mit. Nein, Erfahrung ist nicht wissenschaftlich. Erfahrung ist sehr subjektiv menschlich. Aber man kann sie messen, nicht auf der Ebene der Erfahrung, auf der Ebene davon, was im Körper stattfindet, ist man in der Lage, sie zu messen. Was in deiner Chemie geschieht, das kann man messen, weil jede menschliche Erfahrung eine chemische Grundlage hat. Aber das bedeutet, alles zu materialistischer Wissenschaft zu reduzieren. Ah, nein, nein. Schau, gerade jetzt, nur weil wir beide einen Körper haben, sind wir in der Lage, darin einen Verstand unterzubringen. Hallo? Richtig? Wir bringen hier einen Verstand unter. Weil wir einen Verstand haben, können wir auch Ideen darin unterbringen. Weil wir einen Verstand wie diesen haben, können wir Mathematik in ihn aufnehmen. Du könntest all das Zeug nicht beherbergen, wenn du keine Körper hättest. Es ist also nichts falsch am Körper. Der Körper ist das Fundament. Ohne diesen, was können wir tun? Ich kann dir eine ganz bestimmte Frage stellen, Sadhguru. Ich bin fasziniert von der Frage, ob Bewusstsein, denn Bewusstsein war das Thema dieses wunderbaren Treffens. Ich interessiere mich für die Frage, ob das Bewusstsein tatsächlich vom Gehirn erzeugt wird oder ob Bewusstsein tatsächlich nur durch das Gehirn gefiltert wird. In anderen Worten, ob Bewusstsein ein kleiner See ist, ist nur eine Manifestation von Bewusstsein mit einem großen See. Und es interessiert mich zu wissen, wo du dabei stehst, weil du offensichtlich die Tatsache betonst, dass unsere Erfahrung der Welt in Beziehung steht mit dem, was im Körper geschieht. Aber das beweist nicht, dass das Bewusstsein vom Körper erzeugt wird. Es besagt nur, dass Bewusstsein überhaupt nicht im Körper beherbergt ist. Wie also ist dein Standpunkt dazu? Lass es mich so sagen.
Wir sprachen über Kala. Wir sprachen über Zeit und Raum als Kala. Wir sprechen über Mahakala, das Zeit ist, aber nicht zyklische Natur. Sagen wir, das ist Bewusstsein. Das ist eine Stille, die alles durchdringend ist und kraftvoll ist. Heute nennen Sie es vielleicht dunkle Energie, was immer es ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich weiß nicht, ob es irgendeine wissenschaftliche Möglichkeit gibt, dunkle Energie zu erspüren. Ich habe keine Vorstellung davon, also kommentiere ich es nicht. Aber es dunkel zu nennen, damit stimmen wir überein, weil wir das ebenfalls dunkel nennen, denn wir nennen es Kala. Kala bedeutet auch Dunkelheit, weil Raum dunkel ist. Licht ist nur ein kleines Geschehen. Wenn etwas brennt, strahlt es Licht aus. Und man kann Licht nicht sehen. Man kann nur seine Reflexion sehen. Schau, jetzt geht Licht hier vorbei, du kannst es nicht sehen. Nur wenn meine Hand es stoppt, dann kannst du es sehen. Ansonsten kannst du es nicht sehen. Wir sind also nicht, bei der Erforschung kümmern wir uns also nicht um Licht. Deswegen ist das Erste, was wir tun, unsere Augen zu schließen, weil Licht eine große Täuschung ist. Licht gibt einem eine falsche Perspektive von allem. In dem Moment, in dem man vom Licht abhängt, wird man also physisch. Man wird nur physisch mit dem undurchsichtigen Zeug. Ich sage, man kann die Hand sehen, man kann nicht einmal die Luft sehen, die man atmet, weil man hier nichts Wichtiges sehen kann, wenn man vom Licht abhängig ist. Als Erstes müssen wir also unsere Augen schließen, denn die Sinne täuschen uns. Als wir Maya sagten, sagten wir nicht, denn heute gehen Philosophen umher und sagen, dass nichts existiert, es ist nur da, weil man es ansieht. Neulich stellt mir ein junger Kerl eine Frage. Ich denke, das Video ist heute irgendwo veröffentlicht. Der Junge fragt, Sadhguru, gibt es das Universum vor mir oder ist es nur meine Projektion? Ich sagte, du bist ein junger Mann. Bevor du kamst, war ich hier und das Universum war da. Okay, stell dir nicht solche Sachen vor. Du kamst und hast das Universum für mich projiziert? Okay. Ich sage, das ist ein vereinfachtes Verständnis von tiefgründigen Wissenschaften, die jemand erfahren hat. Es ist alles wegen dieser drei Wissenschaftler, die den Nobelpreis bekommen haben. Jeder denkt, dass sie, jetzt wissen sie, dass das Universum nicht existiert. Wenn das Universum nicht existiert, was zum Teufel machst du hier? Es ist nur, dass es nicht in der Art existiert, wie du es siehst. Das ist Maya. Maya bedeutet Illusion. Illusion bedeutet nicht unbedingt, dass es nicht existiert. Es ist nicht so, wie du denkst, dass es ist. Es ist nicht so, wie du es für dein Überleben wahrnimmst. Es ist ein völlig anderes Phänomen. Aber du siehst es so, weil du nur so überleben kannst, sonst kannst du nicht überleben. Nehmen wir also an, dass diese nicht-zyklische Zeit, die die Grundlage des Raums ist, Bewusstsein ist. Nun, als wir Kinder waren, hätte jeder von uns eine Seifenblase gepustet. Hast du das getan oder hast du durch ein Teleskop geschaut, Sir? Das hängt vom Alter ab, aber ich habe Seifenblasen gemacht bis zum Alter von... Ja, Seifenblasen. 15. Angenommen, du hast eine so große Blase gepustet. Ich habe eine so große Blase gepustet. Jetzt sage ich, schau, das ist meine Seifenblase. Die große Blase ist meine Seifenblase. Das ist deine Blase, das ist meine Blase. Es machte Pupp. Dann sage ich nicht, das ist meine Luft, das ist deine Luft. Es ist die gleiche Luft, die wir beide eingefangen haben. Du hast so viel eingefangen, ich habe so viel eingefangen. Das ganze yogische System ist also darauf ausgerichtet, wie viel man einfangen kann. Wenn man mehr von dem einfängt, was man als Bewusstsein bezeichnet, das eine gedächtnislose, absichtslose Intelligenz ist, die, wenn man ihr ein wenig Erinnerung gibt, in vielen, vielen Formen Ausdruck findet. Du und ich sind also eine Art von Formen, die Ausdruck gefunden haben, weil wir Erinnerung angesammelt haben. Diese Erinnerung nennen wir Karma. Solange Karma da ist, kannst du eine Blase pusten, weil du Seife hast. Auch wenn Luft da ist, du kannst keine Blase pusten, du brauchst Seife. Seife ist also diese karmische Information. Ohne Information kannst du die Blase nicht pusten. Wenn du jetzt, wenn deine Seife sehr dick ist, kannst du keine große Blase pusten. Sie wird klein sein, aber schwer, sie fliegt nicht, sie geht nur runter und geht kaputt. Du weißt schon, du hast beide gesehen. Du pustest eine Menge Seife, sie wird nur schwer, geht und landet dort. Du pustest sie richtig schön leicht und langsam wird sie groß. Jetzt schwebt sie weg, weil ihre Oberfläche so dünn ist. Wenn du so wirst, diese Schwester, was ist es, Teresa?
Heilige Therese, die heilige Therese pustete eine Blase, die wegschwebt. Andere sehen es und denken, oh, sie ist vom Himmel herabgestiegen. Nein, sie schwebt, weil sie von sich eine große Blase gepustet hat. Nun, je größer die Blase, desto einfacher ist es, sie platzen zu lassen. Und das wird Nirvana genannt, Mukti, Moksha, weil wir sie an einem Punkt platzen lassen wollen. Warum sollte ich meine eigene Lebensblase zerplatzen lassen wollen? Das liegt daran, dass du die Erinnerung gelesen hast, die darin eingeschrieben ist, und du hast sie durch und durch gesehen, weil du einfach eine Amnesie hast. Sogar von, du erinnerst dich nicht einmal daran, wie du im Mutterleib warst. Tust du? Nein, du erinnerst dich nicht. Du erinnerst dich nur an ein paar Dinge hier und da und nimmst ein paar angenehme Dinge auf und sagst, mein Leben ist fantastisch. Wenn du es genau betrachtest, ist dein ganzes Leben im Grunde genommen eine Plackerei. Wie er sagte, er muss einkaufen gehen, du musst kochen, du musst waschen, es ist eine Plackerei, in Ordnung? Hier und da gab es Momente der Freude, der Aufregung, dies und jenes ist passiert und man versucht sich daran zu erinnern und ein schönes Bild von seinem Leben zu zeichnen. Es ist wundervoll. Psychologisch gesehen ist das eine gute Sache, aber es ist kein Weg, um die Realität der eigenen Existenz zu erforschen. Schau, ein gutes Leben führen zu wollen, ist eine Sache. Die Grundlage des Lebens selbst zu kennen, ist eine andere Sache. Dieses Streben ist vielleicht nicht bei jedem vorhanden, und das ist völlig in Ordnung. Jemand will einfach nur ein gutes Leben führen. Alles, was sie wollen, ist eine angenehme Chemie. Wir können ihnen einen einfachen Weg lehren, wie sie ihre Chemie angenehm gestalten können. Die meisten Menschen sind damit zufrieden. Denn im Allgemeinen ist das alles. Sie gehen in Tempel, Moscheen, Kirchen, wohin auch immer. Was ist ihr Gebet? Was ist das Gebet auf dem Planeten? Lieber Gott, gib mir dies, gib mir das, rette mich, beschütze mich, mach mich gesund, gib mir etwas mehr als meinem Nachbarn. Yes, what else? Ja, was sonst? Das ist das ganze Gebet auf diesem Planeten. Und sonst? Nein, nicht so. Ich gehe dorthin, um mich zu bedanken. Wofür danken? Für das, was du letztes Mal bekommen hast, damit er dich nächstes Weihnachten nicht vergisst. Dies geschah. Lass mich dir einen kleinen Witz erzählen, Sir. Es wird langsam ernst. Zwei Jungs, Brüder, gingen über Weihnachten zum Haus ihrer Großmutter. Sie werden also angehalten zu beten, bevor sie zu Bett gehen. Der ältere Junge setzte sich hin, kniete nieder und begann zu beten. Er wünschte sich einen Welpen für das Weihnachtsfest. Also betete er, lieber Gott, lass mich einen Welpen haben und welche Rasse und so weiter. Der Jüngere, der weise ist, schrie laut, lieber Gott, ich brauche ein Fahrrad. Lieber Gott, ich brauche ein Fahrrad. Da sagte der ältere Junge, was für ein Unsinn, warum schreist du? Gott kann hören. Er sagte, es ist mir egal, ob Gott hört oder nicht. Ich will, dass Oma hört. Kann ich dir eine weitere Frage stellen, die nicht daran anschließt? Schau, wenn es nicht zu viel verlangt ist, wenn ich dir eine sehr einfache, im Allgemeinen nennt man das in der Wissenschaft eine Theorie. Ich nenne es meine Erfahrung. Wenn ich dir eine einfache Zahlenreihe gebe, kannst du eine Mathematik dafür erstellen? Denn das könnte das Teleskop sein. Aber meine Frage wäre folgende gewesen. Wir begannen damit, über die Zyklen des Universums zu sprechen. Und es gab etwas, das mich neugierig gemacht hatte. In einem deiner Filme oder einem deiner Interviews habe ich dich von sprechen hören, dass es eine bestimmte Anzahl von Zyklen gab. 84, genau. Und so war ich fasziniert davon, nicht 42, was die Antwort auf alles im Westen ist, sondern 84, was natürlich... Was ist 42? Ich wusste das nicht. Das Doppelte, 84 ist 2 mal 42. Ich bin fasziniert, woher die Zahl 84 kommt. Und warum 84? Nun, du hast dieses Video bereits gehört, daher werde ich diesen Teil auslassen. Nein, aber sie nicht und ich... Schau, es wird ständig über den Urknall gesprochen. Ja. Ich habe mit einem der Wissenschaftler gesprochen, der ein Buch geschrieben hat über ein endloses Universum. Endloses Universum, das ist der Titel des Buches. Ich habe ihn also in Davos getroffen und er stellte eine Computersimulation darüber auf, wie es gewesen sein könnte. Als ich mir diese Computersimulation ansah, dies ist eine Form, mit der wir jeden Tag arbeiten. Wir nennen das Linga. Das Wort Linga kommt von dem Wort Lina.
Lina bedeutet die Form. Wir nennen es die Form. The form, form. 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 What do you say? Form. 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 Sorry. A form. Oh, form. Form. Thank you. It's my English accent. Okay. The form. Oh, now I understand. Yeah. So, wir nennen es die. Ja. Warum es die Form genannt wird, ist, weil es die erste Form war. Als er also ausgeatmet hat und als Energie über seinem Körper spielte und kleine Schöpfungspartikel begannen, Zyklen zu formen und Mahakala erschufen, eine große Zeit in einem kleinen Zeitprozess der atomaren Zeit, dann brüllte er. Als er brüllte, stieg es so auf. Diese Form sehe ich auf seinem Computer. Dies ist eine Form, mit der wir immer, du weißt schon, Menschen verehren und arbeiten damit auf so viele Arten. Ich sehe, dieser Kerl hatte es auf seinem Computer. Ich sagte, wie bist du darauf gekommen? Er sagte, er hat daran gearbeitet, den Urknall zu simulieren. Dann fragte ich ihn eine einfache Frage. Ist es möglich, dass es viele Urknalle gegeben haben könnte? Er machte so und dann sagte er, möglich. Dann sagte ich, wenn es viele Urknalle gibt, schau, wenn du ein Auto hast, wenn du den Krümmer abnimmst, wirst du sehen, der Motor läuft bang, 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 bang. Wenn du Gas gibst, wird er brüllen. Also sagte ich, wenn es eine Reihe von Urknallen gegeben hätte, hätte es ein Brüllen sein können? Er sagte, warum nicht? Möglich. Ich sagte, wir haben immer gesagt, es ist ein Brüllen, deshalb nannten wir die erste Form den Rudra. Rudra bedeutet einer, der brüllt. Er brüllte. Entsprechend entwickelten wir viele Formen, um das zu beschreiben. Das war Mahakala, das war Kala, das war Rudra. Dies ist die erste Form und dann die vielen Formen, wie sie kamen. Dazu gibt es verschiedene Aspekte. Diese Dinge sind nicht heute. Diese Dinge wurden vor Jahrtausenden gesprochen. Wie wissen Sie das alles? Die einfache Sache ist so. Wenn man in dieses Stück Schöpfung sieht, ist die gesamte Schöpfung in Form eines Fußabdruckes gegenwärtig. Durch die Betrachtung meines Fußabdruckes, angenommen ich laufe durch den Garten, durch die Betrachtung meines Fußabdruckes kann man mein Gewicht, meine Größe, meinen Gang messen. Man kann sogar erahnen, wie klug ich bin. Abhängig davon, wie ich durch die Räume navigiere, kann man sehen, wie klug man ist. In diesem Land, du weißt schon, rühmt, dass jede die ganze Zeit, die Ureinwohner Amerikas konnten die Fußabdrücke lesen und sie konnten die Spuren lesen, wie viele Menschen, was vor sich geht, dies und das, viele Details davon, weil der Fußabdruck viele Dinge hinterlässt. In vielerlei Hinsicht, für verschiedene Aspekte dieser Schöpfung, wird man also nie durch physische Annäherung oder selbst mentale Annäherung in der Lage sein, dies zu sehen. Denn im Verstand sehen wir es als eine physische Projektion. Der Verstand ist eine etwas subtilere Projektion des Körpers. Diese Dinge können also nicht gesehen werden, aber der Fußabdruck kann gesehen werden. Mit dem Fußabdruck kann man das meiste der Dinge kennen. Die einzige Sache, die man nicht kennen kann, ist, was meine Natur ist. Das kannst du nicht wissen. Aber man kann herausfinden, sagen wir, wenn ich durch schwieriges Terrain laufe, kann man einfach herausfinden, wie klug ich bin. Man kann meinen Gedankengang herausfinden. Menschen tun dies, indem sie sich die tierischen Fußabdrücke ansehen. Ich selbst tue das. Indem ich mir den Fußabdruck ansehe, weiß ich, wohin es geht. Ist es hungrig? Ist es nicht hungrig? Jagt es? Geht es nur umher? Ich habe im Dschungel überlebt, weil ich diese Dinge sehr klar sehe. Indem man sich also den Fußabdruck der Schöpfung ansieht, wenn man viele dieser Nummern hat, die ich nicht, ich habe keine Nummern in meinem Kopf. Die einzige Nummer, die ich habe, ist diese hier. Manchmal wird es so. Ich habe keine anderen Zahlen. Wegen dem kümmere ich mich nicht darum. Aber wenn du all diese Zahlen hast, wenn ich dir den Fußabdruck zeige, kannst du eine mathematische Leiter dahin bauen. Wenn du das baust, können wir sagen, Wissenschaftler sehen etwas, das ihre Augen oder ihre Teleskope nicht sehen können. Ja,
Aber darf ich eine Anschlussfrage stellen? Denn einer der Gründe, warum Kosmologen wie ich sich gerne über übersinnliche Universen berufen, ist wegen der scheinbar wundersamen Feinabstimmung der physikalischen Konstanten, die für das Entstehen von Leben erforderlich sind. Dies ist das sogenannte anthropische Prinzip, dass es unerklärliche Übereinstimmungen zwischen den Konstanten der Physik gibt, die für das Entstehen von Beobachtern im Universum erforderlich sind. Und eine der Erklärungen dafür ist, dass es viele Zyklen der Expansion und des erneuten Zusammenbruchs des Universums gibt. Und jedes Mal, wenn es zu einem Rückstoß kommt, ändern sich die Konstanten. Die Idee ist also, dass viele dieser Zyklen einfach leer sind, kein Verstand, kein Bewusstsein. Aber hin und wieder haben die Konstanten die richtigen Werte, damit Bewusstsein entstehen kann. Und somit ist ein Grund, warum man sich auf Zyklen des Universums beruft, dass dies bedeutet, dass man gelegentlich, man befindet sich in einem Universum, nun, man muss sich in einem der Zyklen befinden, der für das Leben geeignet ist. Das ist also ein Beispiel für ein Multiversum. Hängt das irgendwie mit dem Grund dafür zusammen, 84 zu haben? Ja, sehr sogar. Schau, diese 84, wie wir darüber reden, ist, es gab Yogis, die eine ganze Menge an Mathematik dazu gemacht haben. Ich bin nicht einer von ihnen. Ich bin gut darin, es durch meine Erfahrung zu wissen. Mir ist nicht danach, es an die Tafel zu schreiben. Ich habe nicht die Kompetenz, lass mich das sagen. Kompetenz entsteht nur, wenn man sich für etwas interessiert. Andernfalls erwirbt man diese Kompetenz nicht. Also diese 84, aus diesen 84 haben sich viele aufgelöst. Ihr bloßer, vager Fußabdruck ist da. Aber sie haben sich aufgelöst. Aber der Fußabdruck ist in diesem vorhanden. 21 von ihnen haben einen etwas größeren Fußabdruck. Aus diesen 21 sind 10 beinahe nicht physisch, sagen wir nicht physisch. Die verbleibenden 11 sind eher leicht physisch. Aber die letzten 4 sind ziemlich physisch. Wir sehen diese Nummer 21 also als einen wichtigen Prozess an. Was auch immer wir tun wollen, tun wir in 21 Minuten auf 21 Arten und all das, weil diese 21 immer noch einen Fußabdruck haben. Wenn du dich absolut über deine Körperlichkeit erheben willst, musst du dich über all die 21 erheben. Aber man muss sich nicht um diese Dinge kümmern, denn wenn man sich über die physische Natur erhebt, nicht nur im Sinne des physischen Körpers, sondern sogar die Information ist physisch, alle Informationen, die du trägst, die dich zu dir machen, ob tot oder lebendig, sie machen dich trotzdem zu dir. Diesen hier, wir wollen über das hinausgehen. Dieser Abdruck trägt also all dies. Und aus den 84 sind 21 immer noch auf verschiedenen Ebenen manifestiert. Aus Mangel an Worten sage ich Transienz. Für beinahe alle anderen jenseits der 21 sind sie vollständig vergangen, aber ihr Fußabdruck ist immer noch da. Sie haben keinen Einfluss oder Wirkung, ihre Eigenschaften sind nicht in uns eingeprägt. Aber diese 21 Qualitäten sind in uns da. Wie viele weitere werden noch geschehen? 112 werden geschehen. 112. 112. Jeder einzelne von ihnen wird, was auch immer sie haben diese Yojanas ausgerechnet, wie lange es dauern wird, das ist nicht mein Zahlenspiel, ist nicht mein Spiel. 112 Mal wird es also geschehen. Danach wird es sich so manifestieren, dass es nicht physisch ist und ein immerwährendes Universum wird. Ein nicht physisches Universum wird sich manifestieren, dass es keine physische Materie benötigt, aber existiert. Und sogar eine individuelle Existenz kann vorkommen. Wir wissen es nicht. Es kann vorkommen oder ein massives Geschehen kann eintreten. Aber eine richtige Manifestation des Universums ohne Physikalität, wenn das geschieht, ist das die letzte. Dies wird als eine Sache angesehen, aber ich weiß, dass die Wissenschaft niemals damit einverstanden sein wird. Lass uns daher diese Dinge beiseite lassen. Alles, was ich sage, ist, dass diese einfache Sache, über die ich spreche, wenn ich dir die Fußabdrücke dazu gebe, wie sich das entwickelt hat, wenn du ein mathematisches Grundgerüst dafür erschaffen kannst, denke ich, dass es für viele Menschen Sinn machen wird. Und du wirst weiter sehen, nicht mit physischen Augen, aber mathematisch wirst du viel weiter sehen als das, was du jetzt gerade siehst. Das ist faszinierend, denn das ist keine der gängigen modernen kosmologischen Theorien, weißt du. Aber was du damit sagst, ist, dass man diese Zyklen hat, die sich in einem gewissen Stadium über das rein physische hinaus entwickeln. Schau, das Schöne ist, dass sie dies klar definieren. Weil die indische Kosmologie in einer bestimmten Weise angelegt und personifiziert ist.
Die meisten Menschen indischer Abstammung werden dies wissen. Es gibt eine zusammengerollte Schlange, auf der ein Gott liegt. Diese Schlange wird Shesha genannt. Shesha bedeutet, wenn wir Mathematik in indischer Sprache lernen, der Rest. Wie nennt ihr es? Rest. Der Rest wird Shesha genannt. Was übrig bleibt, ist Shesha. Sogar in unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch benutzen wir das. Shesha bedeutet etwas Übriggebliebenes. Diese Schlange ist also das Shesha, auf deren Grundlage die Schöpfung erneut beginnt. Dieses übrig gebliebene Shesha, die Überbleibsel der letzten 21 Universen, sind also da. Aber der Abdruck des Überbleibsels nimmt ab, wenn man rückwärts geht, und nimmt zu, wenn man vorwärts geht. Aber die letzten vier sind bedeutsam. Und war also Bewusstsein in nur ein paar von diesen Universen? Nein. Sie alle waren bewusste, vollständig manifestierte Universen. Aber die Zeit ging ihnen aus. Das, was Kala war, wurde Mahakala. Aber es hinterließ Fußabdrücke. In einigen Fußabdrücken sind sie sehr stark. Wir können die genaue Beschaffenheit davon sehen, was sie sind. Manche Fußabdrücke sind sehr schwach, sodass wir kaum sehen können, dass sie da sind. Und entspricht diese Entwicklung nach 112 Zyklen hin zu einem nicht-physischen Zustand, entspricht das einer Art Evolution des Bewusstseins? In gewisser Weise ist es so, wie wenn Bewusstsein promoviert, sodass es sich ohne physische Form manifestieren kann. Das ist eine sehr positive Anmerkung. Ich weiß, wir sind am Ende unserer 2 Stunden angekommen, aber das ist ein wirklich interessanter Gedanke. Aber vor allem, dass du ihn mathematisch gemacht hast, richtig? Danke dir, Sir. Du bist den langen Weg gekommen. Vielen Dank, Sir. Fantastisch.